Das ist auch ganz passend. Damit hätten wir auf jeden Fall noch einen kleinen Satanspart machen können. Ja, leider kann ich den Namen gar nicht von hier beim Chat lesen. Kannst du ihn vielleicht einmal rüberziehen? Claro, Claro Kiste. Wer ja auch wissen, Keso ist das. Grüß dich. Die Illuminaten- und Freimaurer-Folge gut gefallen hat. Das ist doch schön. Sehr schön. Schweinerlord auch wieder am Start. Hervorragend. Ja, wir sind leider ohne Alfred heute. Der wollte es eigentlich auch packen, aber hat es leider nicht gepackt. Aber wir drehen das heute auch ohne ihn. Ja, so ist das manchmal im Berufsleben, ne? Ja. So ist das. Okay, so da hast du recht. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr dichte Folge. Schreibt auch gerne mal alle anderen rein, wie euch die Folge gefallen hat. Wir haben ja auch schon in den Kommentaren auf YouTube einiges an Rückmeldungen und auch so erhalten. Und es war wirklich sehr, sehr positiv. Mhm. Auf jeden Fall. War ja auch unser Eindruck, als wir aufgenommen haben, ne? Ja. Also, wie war es für dich? War geil. Also das war echt seit langer Zeit so eine Folge, wo ich so richtig gesagt habe, wow, das wird richtig, richtig stark. Schon während der Aufnahme, auch im Schnitt, ich war so richtig hyped selber auf die Folge, muss ich sagen. Ja. Nein, man hat sich die Folge nicht angehört, weil das Thema irgendwie uninteressant. Was kann man denn an Freimaurer und Illuminaten nicht interessant finden? Das ist echt eine gute Frage. Also bei vielen Sachen kann ich es ja verstehen, aber ich würde sagen, gerade da, Freimaurer, da kommt doch alles zusammen, was man eigentlich spannend findet. Ja, ist so. Politische Verschwörung, Geheimbünde, sagenumwobene und unaussprechliche Kultpraktiken. Die Frage, wurde diesen Leuten Unrecht getan? Und sie gibt es noch heute. Man kann sie einfach so in der Stadt finden. Das ist doch alles da dran. Und genau, und es kommt Knigge vor. So. Und allein schon, weil du jetzt nicht mitreden kannst, Nightmare, war das halt echt eine schlechte Idee. Ja, genau. Das macht ein Thema besonders spannend, wenn es in einem Übertagesstream verarbeitet wird. Und du siehst ja, die überschwängliche Freude über diese Ausgabe von den anderen. Also da ist auf jeden Fall noch was nachzuholen. Ja, okay, so da kann ich dir nur wirklich zustimmen. Das veränderte Kniggebild. Das war auch einer meiner Highlights der Folge, muss ich sagen. Das war echt groß. Aber das muss man ja wirklich sagen, das ist ja bei vielen Dingen so. Aus der Geschichtsschreibung, wie wir sie vielleicht auch aus dem Schulunterricht kennen oder wie die öffentlich-rechtlichen Medien sie verarbeiten. Mhm. Es gibt so viele Personen, bei denen du dann einfach im Nachgang erstmal erfährst, wie revolutionär sie waren. Mhm. Was sie alles sonst noch im Leben getan haben, was heutzutage überhaupt nicht mehr gehen würde politisch, dass sie sich an ja, militärischen Manövern zum Umsturz einer Regierung beteiligt haben, dass sie am Aufbau von revolutionären Zirkeln beteiligt waren, dass sie neben ihrer Tätigkeit als Literat, der Novellen und Romane verfasst hat, gleichzeitig auch noch Teil von revolutionären Verbänden waren, dass das alles so ja wirklich weiß gewaschen wird und runter geregelt, sodass es eben in dieses klassische Geschichtsbild passt, was vermittelt werden soll. Ist ja auch gar nicht mal so unähnlich, wie man es mit der Französischen Revolution kennt oder auch mit anderen bürgerlichen Revolutionen, die wirklich von sehr viel radikalem Inhalt beseitigt werden und auch dann eben so umgedeutet, dass man sie ethisch gut ins eigene Verständnis von ab wann ist eigentlich eine Revolution gerechtfertigt packen kann. Ja, Madrigal, das stimmt. Da hätten wir noch ein bisschen tiefer reingehen können in die aktuellen Freimaurer. Da haben wir relativ wenig zu verloren, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, was wir auch in der Folge betont haben, dass es halt heute alles etwas unspektakulärer ist. Wobei, was zum Beispiel eine spannende Frage gewesen wäre, es gab ja auch dann einen Kommentar bei YouTube, der halt meinte, ja,
Freimaurer sind ja auch heute noch überall in Regierungspositionen und so weiter und so fort. Und also der Kommentar war dann irgendwie so, ja, halt überall und so, das ist natürlich Unsinn. Aber es stimmt ja tatsächlich, dass es nach wie vor, zum Beispiel in der französischen Regierung, ist meine ich der Außenminister gerade Freimaurer. Und da gibt es also es gibt zum Beispiel auch, hatte ich jetzt mit meiner Mutter drüber gesprochen, im lokalen Stadtgeschehen bei uns in der Kleinstadt war auch halt ein, ja, einer in leitender Position bei ihrer Arbeit halt ein Freimaurer. Sie sind überall. Ja. Also es ist ja schon noch eine Realität, dass dieser Geheimbund, dass eine Funktion dieses Geheimbunds ist, dass man halt über diese Kontakte, die man dort hat, die nutzen kann, um dann halt auch ja, höher aufzusteigen im Job oder in der Politik oder was auch immer. Das ist ja schon noch die Funktion, das haben wir, glaube ich, auch so nicht so richtig benannt. Weil das einfach nicht mehr dieses Ausmaß hat wie früher. Ja. Bei weitem nicht mehr das Ausmaß. Im Endeffekt könnte man sagen, in der Funktion ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht unähnlich wie andere Clubs wie Lions Club oder Rotary, die eher so einen philanthropischen Anspruch haben, funktionieren. Aber jetzt auf dieser richtig hohen Ebene. Ich meine, in Ländern, in denen die Freimaurerei noch, glaube ich, einen höheren Stellenwert hat, wie beispielsweise in Frankreich, haben wir es angesprochen, ist ja ein Land, in dem es noch sehr, sehr zahlreiche und auch ungebrochene Logentraditionen gibt und auch eben einfach viele Mitglieder. Da soll es ja auch beispielsweise so sein, dass viel in der Polizei Freimaurer tätig sind in den höheren Dienstgraden. Genauso ist es natürlich, wenn wir uns jetzt so ein Land wie Kuba angucken, wo es einfach super viele, wo es glaube ich ja einer von 50 Kubanern Freimaurer ist, da hat es natürlich dann auch einen großen Vorteil sicherlich, wenn man in Freimaurerlogen ist. Aber ich glaube, hier für Deutschland ist es jetzt nicht mehr so, dass wenn man zwangsläufig gesellschaftlich aufsteigen möchte, dass die Freimaurer da irgendwie die erste Wahl sind. Nee. Oder ich glaube, der Kommentator hat ja auch noch die Rosenkreuze angesprochen als weitere Geheimgesellschaft, die sehr, sehr einflussreich ist. Aber trotzdem wäre es natürlich spannend gewesen, da in mancherlei Hinsicht noch ein bisschen tiefer reinzugehen, ne? Dass man da dann halt genau darüber spricht, wie das denn heutzutage aussieht. Und das hätte man ja an dem Beispiel, ne, Beispiel auch nennen können, wie jetzt halt zum Beispiel in Frankreich mit den, dass es dann das halt noch gibt. Ich meine, wir haben ja auch ein bisschen was genannt, zum Beispiel Kuba haben wir ja auch genannt, ne? Als halt auch ein Ort, wo heute noch viele, wo so Freimaurerei noch heute einen großen Einfluss hat. Ja, Kaiser, du hast geschrieben, dass man in Berlin die Loge besuchen kann beim Langen Nacht der Museen und das ist ja tatsächlich auch häufig der Fall, also wenn euch das dann mal näher interessiert, das auch selber solche Sachen zu Logen zu besichtigen, das dürfte eigentlich in fast jeder Stadt so sein, dass die halt so offene Termine haben und wo man halt mit denen sprechen kann, wo man mit denen sich mal deren Räumlichkeiten angucken kann. Wo es ja, glaube ich, auch schon recht viel zu entdecken gibt. Ja. Also sicherlich von den Gebäuden her immer unterschiedlicher, aber tendenziell sind ja jetzt wenn es eigene Räumlichkeiten gibt, dann auch die Stramm, danke dir. Räume ziemlich stark dann natürlich mit Symbolen versehen und unterschiedlicher Dekorationen, die dann eine bestimmte Bedeutung haben. Also ich glaube schon, dass sich das dann auch lohnt und ich glaube nicht, dass ihr da irgendwie dann im Anschluss direkt entführt werdet oder irgendwelchen Blutritualen geopfert. Ja, Eat Pizza und Dorks, lieben Dank. Aus irgendeinem eigenartigen Grund wurde mal wieder der Alert nicht angezeigt, nur so ein kleiner Schriftzug in der Ecke, aber Dankeschön. Könnt ihr übrigens alle machen, wie Eat Pizza Not Dorks, falls ihr Amazon Prime habt, könnt ihr uns einfach ein Abo schenken, ohne was selbst dafür zu bezahlen. Wir bekommen Geld dafür. Das ist doch das Schönste. Richtig. Nicht zahlen, aber uns Geld geben. Nur halt vielleicht mit euren Daten oder so. Ja. Wenn man das ist mit Amazon Prime, ne? Ja, ja. Ja, das ist man dann ist man eh bei Amazon verloren. Prime, also. Ja.
Ja, und Void, du hast geschrieben, dass das halt alles krass mystifiziert ist und so, und das stimmt auch. Aber ich glaube, es hat damals schon einen Unterschied gemacht. Also wir haben das ja auch, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, wir haben das ja schon ausführlich beschrieben, dass es einen Unterschied machte und jetzt mag das so sein, dass es nicht mehr viel Unterschied macht. Wobei, wie gesagt, also ich würde schon sagen, dass es halt dann, dass es ja weiterhin noch eine Rolle spielt, halt diese Kontaktvermittlung. Das ist natürlich auch irgendwo überall so, quasi in jedem Golfclub ist halt so ein Austausch für Kontakte und Möglichkeiten für auch oftmals eher reichere Leute und so, aber fester, mein Lieber. Aber ja. Und Nightmare, ja, du hast dann ja wenig Vertrauen in uns, als wenn wir da jetzt hier ein nur halbwissen fundierte Folge zum Thema abliefern oder eine, die voll gespickt ist mit antisemitischen Verschwörungstheorien. Das ist nicht der Fall. Das lässt sich nur stufenweise verstellen. Ja. Ist mir das zu hoch? Ist mir zu Das hoch. ist jetzt so hoch. Es braucht genau das dazwischen. Ich schalte dich mal so lange aus, wie du da am Rumkrempeln bist. Fürchterliche Geräusche. Ja, ich glaube, Sadi, wir werden uns heute ein bisschen mit den abgefahrenen Verschwörungstheorien beschäftigen. Da Kein dazwischen. doch, das geht schon. Musst du mal in einer ruhigen Minute außerhalb eines Livestreams immer machen. Genau, wir werden uns heute auf jeden Fall ein bisschen mehr, haben wir geplant, mit den abgefahrenen Verschwörungstheorien auseinandersetzen, die es dazu so gibt. Und alles für alle, ja, Burschenschaft ist auch ein guter Vergleich. Finde ich sogar am besten vom Vergleich her. Ist halt auch, Burschenschaften sind ja auch sehr traditionelle Verbände. Eben sehr überwiegend oder fast nur auch männliche Verbände. Und es geht auch um Kontaktpflege und Traditionspflege und alles. Und auch es gibt auch Rituale unterschiedlicher Art. Also es ist wirklich stark vergleichbar, finde ich. Und vor allem auch mit einem politischen Anspruch, ne? Das Ja. ist ja auch die Sache. Also, man könnte sogar sagen, dass Burschenschaften tendenziell dann auch explizit politischer agiert haben als Freimaurerlogen. Ja, und was so für Rituale bei Burschenschaften, das ist ja ganz unterschiedlich. Man hat ja schlagende und nicht schlagende Verbindungen. Also je nachdem, ob sie traditionellen Fechtsport untereinander betreiben. Wäre es der ganze Spaß nochmal. Mensur, ne? Mensur. Genau. Und ansonsten gibt es ein sehr stark ritualisiertes Trinken. Es gibt unterschiedliche, also das macht eigentlich, könnte man sagen, den Hauptteil der Rituale aus. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch beispielsweise eine gepflegte und geregelte Konkurrenz und Freundschaft mit anderen Burschenschaften, wo man dann die Verbindungshäuser der anderen versucht zu überfallen oder die, ich glaube, dann die Anwärter entführt. Solche spaßigen Dinge. Das werden wir sicherlich mal eine eigene Folge machen zu Burschenschaften. Also ist Ja, ja auch super spannend. es gibt tatsächlich auch eine recht interessante, umfangreiche Broschüre dazu. Von, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das waren das österreichische linke Gruppen, die das gemacht haben. Wirklich eine recht umfangreiche und schöne Broschüre. Die werde ich dann sicherlich, wenn es soweit ist, dann auch nochmal empfehlen. Jo, was hat euch noch beschäftigt an der Folge? Was war so Thema, wo ihr gesagt habt, da könntet ihr noch mal tiefer reingehen oder das hättet ihr noch mal spannend gefunden?
Okay, so, du hast natürlich recht. Bei Burschenschaften kann man sich wirklich zu Tode differenzieren. Das ist ja auch ein bisschen die Sache, die es auch bei Freimaurern genauso gibt oder auch bei anderen, sagen wir mal, Geheimorganisationen, die man sich anschaut, dass man da auch sehr schnell das Problem hat, wenn man sich dem Thema nähern möchte, dass man dann zum großen Problem kommt, dass es so eine breite Auffächerung unterschiedlicher Gruppierungen gibt mit unterschiedlichen Ausrichtungen, unterschiedlichen Traditionen und Riten, auf die sich dann bezogen wird. Und das kann sehr, sehr schnell sehr überwältigend sein. Wir haben ja auch hier die zwei Bücher stehen, die Marian so schön dekoriert hat. Es ist der Beginn der Studiodekoration, tatsächlich. Ja, und das ist auch ein Buch, was ich vorhin eingelesen habe. Ich bin ja generell... Ich glaube, du musst den Titel vorlesen, man sieht es nicht so. Großer, ja, das ist ein recht selbsterklärender Titel. Ich bin ja generell ein recht großer Fan dieser C.A. Beck Wissen-Reihe, diesen kleinen, kompakten Büchlein, die meistens zwischen 100 und 130 Seiten haben und die man überall mit hintragen kann. Bitte sponsert uns. Und da habe ich eben eins zu den Freimaurern vorgelesen. Und das ist unfassbar dicht. Es ist auch extrem thematisch fundiert, aber es ist im Gegensatz zu dem, was sonst diese Reihe sich eigentlich auf die Fahne schreibt, überhaupt nicht einsteigerfreundlich, wenn man schnell einen guten Überblick über das Thema bekommen möchte, weil es eben so tief dann doch auch in viele Fachdiskussionen zu der ganzen Thematik reingeht und da dann einen auch sehr schnell erschlagen kann mit dieser Bezugnahme auf die ganzen unterschiedlichen Traditionen der Freimaurerei. Und zu einem Teil ist das natürlich auch was, mit dem man sich natürlich nach außen hin abgrenzt, ne? Wenn man einen unfassbaren Traditionsfundus hat und die Leute das nicht durchsteigen können bei deiner Organisation, schafft das natürlich auch ganz viel Mythos um dich selbst herum, den du ja auch willst. Mhm. Dass du eigentlich sehr tief in einem sehr komplexen System drin steckst. Ja. Aber trotzdem, alle, die vielleicht sich da durchkämpfen können, ein empfehlenswertes Buch. Ja, und Madrigal, die Rolle der Frau bei den Freimaurern. Da kann man sich ja jetzt fragen, ist das wirklich so widersprüchlich zu den anderen Denkansätzen? Wir hatten das ja in der Folge selber auch so ein bisschen besprochen und ich finde das eigentlich auch einen recht einleuchtenden Gedanken, dass man sagt, sie haben halt die bürgerliche Gesellschaft vorweggenommen, sie waren die Avantgarde des Bürgertums und sie haben eben diese neue bürgerliche Rolle der Frau auch darin einfach versucht darzustellen. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es aristokratische Logen gab, die vor allem von Adligen besucht wurden, wo dann auch Frauen zugelassen wurden, was wie gesagt auch sicherlich irgendwo Sinn macht aus der Idee heraus, dass eine Frau nobler Geburt auch eine Machtposition innehat, sehr gebildet ist, teilweise auch Regierungsgeschäfte mit übernehmen muss oder Herrschaft über einen bestimmten kleinen Bereich jetzt im Fall von einem niederen Adel ausübt und das bei der bürgerlichen Familie aber so ist, dass eben die Idee dahinter natürlich ist, dass die Frau eben von den ganzen ökonomischen Geschäften und politischen Geschäften ausgeschlossen wird und sich eigentlich ganz und gar um den Haushalt kümmert, um die Familie. Und genauso grenzt sich das natürlich logischerweise dann auch von einer Bauernfamilie ab, in der alle arbeiten müssen, weil sonst verhungern sie halt. Und dementsprechend, glaube ich schon, würde ich das jetzt als nicht so widersprüchlich sehen. Zu jetzt dem, was dann propagiert wird in Bezug auf Freiheit und gleiche Rechte für alle Menschen und Befreiung des Menschen und jeder kann sich seiner Vernunft, jeder kann seine Vernunft nutzen. Das ist natürlich eine andere Sache, aber das ist ja gerade auch so ein Widerspruch, der dann unter anderem mit zu Argumenten für eine feministische Bewegung und für Frauenbefreiung aus der Aufklärung heraus gesorgt hat. Es
Sadi, es hat auf jeden Fall nicht geklappt, sonst würde es ja bei uns angezeigt werden und dann würde auch im besten Fall ein Alert hier starten. Also offensichtlich hat es nicht geklappt. Okay, ich würde da mal sagen, lass uns mal rein in unsere, wir haben so eine kleine Reaction quasi vorbereitet, wo wir jetzt nochmal auf Verschwörungsideologien rund um das Thema eingehen wollen. Und zwar hatten wir das ja auch schon in der Folge selbst angeschnitten. Uiui, das ist ja einiges durcheinander geraten. Und zwar werden wir jetzt mal so ein bisschen reingucken in das Video von Mugi und Belasch zu den Illuminaten KKK und Satanismus mit dem auch von uns in der Folge erwähnten Charles Fleischhauer, der da zu Gast war. Für alle, die ihn nicht kennen, das ist so einer der öffentlich bekanntesten Ex-Freimaurer, der einen vergleichsweise erfolgreichen YouTube-Kanal hauptsächlich eben zu diesem Thema hat. Genau, und wir hatten ihn halt erwähnt im Kosmos dessen, dass er ja ein Video gemacht hat zu Anarchismus und Freimaurerei, ja, und Illuminaten. Und da in dem Kosmos haben wir uns damit beschäftigt und auch ja, das entsprechend kritisiert. So, gucken wir mal den Part raus, weil das Video geht ja 2 Stunden. Also werden wir jetzt nicht komplett reingehen. Sind wir noch beim KKK? Ah, guck mal, da gehen wir weiter zurück. Ich glaube, da war davor sogar schon noch Illuminaten. Mozarts Illuminaten-Mythos. Mhm. Dann hören wir doch mal rein. Ja, also Boogie wollte, glaube ich, darauf hinaus, dass es verschiedene Überbegrifflichkeiten gibt. Sowas wie Illuminati zum Beispiel ist ja heutzutage absoluter Popkulturbegriff geworden, ne? Muss man mal dazu sagen. Also wenn du dir heutzutage Zeichentrickfilme reinziehst, ja, ob das jetzt irgendwie also Filme sind oder auch teilweise Musik und Symboliken und wie auch immer. Teilweise wird auch die Weltverschwörung, wenn die Leute die kommunizieren, vor allem in den USA, wird unter dem Begriff Illuminati dann so zusammengefasst. Es gibt sogar irgendwelche Tonaufnahmen von irgendwelchen Leuten aus den 60er Jahren, die diesen Begriff dann immer wieder dafür benutzt haben, um die Weltverschwörung zu erklären, wo dann aber ganz andere Organisationen, offizielle Organisationen, dann wie zum Beispiel der Council on Foreign Relations oder der Club of Rome und so weiter, diese ganzen Geschichten, die wurden dann sogar zusammengefasst als die Illuminaten. Also es ist schon der mysteriöseste Begriff, der da rumgeistert da draußen. Ne? Viele Mysterien ranken sich darum. Meiner Meinung Na, vielleicht merkt man ja schon daran, dass es Unfug ist, wenn man alles zusammenfasst darunter. Ich bin nochmal gespannt, wie jetzt darauf reagiert wird, weil das muss man ja sagen, was zumindest recht interessant bei sowohl Charles Fleischhauer als auch bei Belasch ist. Boogie nehme ich jetzt mal da raus mit seiner Meinung, die kann ich nicht immer ganz klar zusammenfassen. Aber das sind ja beides Leute, die sich, also der Fleischhauer eher am Rande in so einer verschwörungsideologischen Szene bewegen, ja auch teilweise selbst so bezeichnet bei Belasch, dass er ganz klar sagt, er sieht sich eben als Teil und er findet das auch immer beschissen, dass das so diffamiert wird, aber er sieht sich eben als Teil von so einer verschwörungsideologischen, verschwörungstheoretischen Szene, die aber trotzdem bei manchen Sachen einfach nicht mitgehen. Mhm. Also es ist jetzt nicht diese Sparte von verschwörungsideologischen Leuten, die einfach jeden Scheiß mitmachen und nicht darum diskutieren. Deswegen bin ich mal interessant, was jetzt zu den Illuminaten kommt. Meiner Meinung nach ist das ein Begriff, der ein bisschen in die Irre führt, weil das so eine Vereinfachung ist. Es gab ja einen historischen Illuminatenorden im 18. Jahrhundert in Bayern. Diese Illuminaten wurden gegründet von Adam Weishaupt, der war ein Professor. Und der war eigentlich Radikalaufklärer. Das waren so damals diese Ideen, eigentlich Demokratie, Abschaffung des Adels, Abschaffung der Religion. Das ging in diese Richtung. Also auch schon, was heute Zeitgeist ist. Das haben die vorgedacht. Und Adam Weishaupt wollte eigentlich einen neuen Menschen kreieren. Aber dieser Orden wurde dann verboten, in den Untergrund gedrängt und dann verlieren sich die Spuren. Historisch, wenn man das jetzt genau analysiert, müsste man sagen, die sind verschwunden. So, die Verschwörungsszene sagt, nee, gar nicht. Die sind vielleicht nach Amerika weitergewandert. Die spielen eine große Rolle. Finde ich schwierig, weil es unheimlich viele solcher Orden gab.
Bei den Illuminaten ist auch super interessant, es gibt ja dieses berühmten Roman Frankenstein. Also jeder kennt Frankensteins Monster. Die wenigsten wissen, dahinter gibt es einen Roman eigentlich von diesem Film. Der ist so, ich glaube, um 1820 oder so geschrieben worden von Mary Shelley. Mary Shelley war eine schottische Autorin und die ist zusammen mit ihrem Mann, das ist ganz spannend, ist die durch Deutschland gereist und hat in der Schweiz einen anderen Autor, Lord Byron, einen Engländer, besucht. Der hatte dort ein Schloss. Interessanterweise genau dort, wo jetzt das World Economic Forum tagt. Und auf ihrem Weg dahin durch Deutschland waren die auch in, ich glaube, Ingolstadt war das, dort, wo eben dieser Adam Weishaupt, der Gründer der Illuminaten, gewirkt hat. So. Und dann schreibt sie später dieses Buch Frankenstein. Und worum geht es bei Frankenstein? Frankenstein ist ein Doktor in Ingolstadt. Das ist eigentlich Adam Weishaupt. Und er erschafft einen neuen Menschen. Das ist dann dieses Frankensteins Monster. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich, es geht da gar nicht um eine Horrorgeschichte, sondern es ist eine Metapher für Adam Weishaupt, der mit seinem Illuminatenorden einen neuen Menschen kreieren wollte. Das ist schon sehr interessant, was da auch so in der Kulturgeschichte so hin unterschwellig mitschwingt, weil Frankenstein ist erstmal Literatur, aber natürlich durch die ganzen Verfilmungen ist es ja auch heutzutage Popkultur. Jedes Kind kennt das, kennt irgendwie dieses komische grüne Monstervieh, aber weiß gar nicht, worum es da eigentlich geht, um Geheimgesellschaften und die Vorstellung, einen neuen Typus Mensch zu kreieren. Ja, das erinnert natürlich dann auch an die Eugen. Ja, schon, guckt erstmal nach. Ja, ich meine, ist ja jetzt nichts, was irgendwie nicht denkbar unbedingt wird. Denkbar wäre, genau, was einfach komplett abwegig ist. Ich meine, das Erste, was er gesagt hat, war ja, das hatten wir ja genauso gesagt. Also das Erste, was er gesagt hat, war ja einfach die Fakten zu der Situation, die historischen Fakten, die wir auch im Podcast beschrieben haben, dass es halt diesen Illuminatenorden von Weishaupt gab, der den gegründet hat und dann wurde er halt verboten, dann ist es in der taucht es halt nicht mehr auf und ist im Prinzip nicht mehr existent. So, bums. Was anderes hat der Typ ja nicht gesagt. Genau. Na. Und dann hat er diese Frankenstein-Geschichte ausgepackt. Ja, also finde ich jetzt auf Anhieb erstmal nichts zu. Aber das ist dann halt auch so ein bisschen typisch von dem, was Alfred ja auch beschrieben hat als Kritik in unserer Folge, dass der Typ halt an und für sich dann immer auch spannende Ansätze hat, auch Sachen teilweise gut beschreibt und so, aber dann halt einfach sehr wilde Herleitungen macht, die man erstmal nicht belegen kann oder die auch nicht belegbar sind und die halt sehr weit hergeholt sind von seinen Erzählungen. Also ich finde jetzt auf Anhieb nichts. Ne? Ja, das heißt dass es nicht stimmt, aber finde ich jetzt auch nicht komplett unplausibel, ist ja jetzt nicht so, als wäre sowas in der Kunstgeschichte so nicht passiert, aber was macht Belasch jetzt daraus? Ja, und vor allem, was ich so schon dann immer wirklich überhaupt nicht leiden kann an der Art und Weise, wie in so einer Verschwörungsszene dann über solche Thematiken gesprochen wird, ist einfach dieses lose Verbindungen einfach machen. Einfach wild irgendwelche Verbindungen zwischen Sachen aufstellen. Es ist ja okay, es ist ja echt, also ich glaube auch so jemand, das habe ich ja schon mal gesagt, dass auch wenn Belasch wirklich politisch auf absoluten Abwägen ist und teilweise wirklich sich deutlich mehr Kompetenz unterstellt, als er eigentlich hat, ist er nicht blöd so und er kann Sachen auch auf eine mitreißende Art und Weise präsentieren. Aber dieses vage einfach diese Verbindung herstellen. Ja, sie ist dann da in die Schweiz gefahren und zufälligerweise ist das auch da, wo dann später das World Economic Forum tagt. Ja, das ist halt einfach. das ist halt dieses. Ich ziehe mir halt irgendwas aus dem Arsch, wo es dann halt. Dann gibst du das ein und dann. Oh, das stimmt ja. Na krass, da ist ja vielleicht was dran. Ja, aber vielleicht ist es auch einfach nur halt ein Zufall so und vielleicht ist es auch einfach nur einfach irgendwas wild zusammengewürfelt. So, so was hat jetzt wieder schon. Und ich glaube, da waren auch viele Leute miteinander verwandelt zu der damaligen Zeit und haben sich da ausgetauscht. Aber zu dem Illuminatenorden, was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass Wahrheit dahinter steckt, wie die aufgeflogen sind? Weil es hieß ja, dass da irgendein
ein Bote vom Blitz getroffen wurde. Am und Freitag die 13. Bäder? Nee, das ist was anderes. Okay. Das war Jacques de Molay und so. Aber da ist irgendein Bote mit dem Blitz getroffen worden. Scheiße, ich lebe auch wirklich für diese Zwischenrufe von Boogie. Das muss man ja vielleicht mal an der Stelle sagen. Ich bin wirklich sehr treuer Hörer dieses Podcasts. Ich gebe mir so jede zweite Folge oder so davon. Außer ich kann den Gast überhaupt nicht aufstehen. Aber wirklich einfach für diese Zwischenrufe von Boogie, weil wir beide haben ja auch viel von ihm. Ja, wir haben eine richtige Boogie-Phase gehabt. Ja. Ja. Vor, dazu sei gesagt, ja, vor diesem Podcast, aber er ist halt einfach ein witziger Charakter. Der, es ist einfach unterhaltsam, so, ne, sich das anzugucken, was er macht. Ja, ich weiß sogar noch, wie ich damals, das war noch, da hatten Mal und ich nicht zusammen gewohnt. Und ich war in seiner damals vorherigen Anarcho-WG zu Gast gewesen und ich habe wirklich jedes TV-Straßensound-Interview von Boogie gehört. Und bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Alle, das sind zu viele, mein Lieber. Ja, aber ich habe tatsächlich schon sehr, sehr viele davon gehört. Ja, ja. Und das war eben diese Zeit, wo Suki in der radikalen Linken und vor allem der anarchistischen Bewegung ganz, ganz großes Thema war. Ist eine queer-feministische Rapperin, wurde zum Teil auch in deiner WG rezipiert. Mhm. Und dann kam bei TV Straßensound das Interview von MC Boogie mit Suki. Das ist so ein bisschen ja, so YouTube wie Moneyball bei einfach. Joyce TV, mhm. Der Boy der G, Sick wie Leukämie. Und das halt wirklich, dieses, oh, diese Kombi, wunderschön. Und ich weiß noch, wie ich dir das präsentiert habe. Und du warst ein bisschen fandest du es auch problematisch, aber du warst auch direkt Feuer und Flamme. Ne? Und danach hatten wir dann uns sehr regelmäßig diese Interviews gegeben. Grüß dich in Space, schön, dass du da bist. So, was sagt Bilasch weiter? Und da wurden dann Dokumente gefunden, die eine Weltverschwörung beweisen sollten. Das kam in die Hände der bayerischen Polizei. Die bayerische Polizei hat dann den Illuminatenorden dann quasi geächtet und verboten. Was glaubst du, wie viel Wahrheit steckt dahinter? Schwierig zu sagen. Also Tatsache ist, die haben mit Sicherheit an einer Art politischem Umsturz gearbeitet. Und die Landesfürsten in Bayern und in anderen Staaten, die hatten tierisch Angst, weil ja parallel lief in Frankreich die Französische Revolution. Da wurde ein König mal eben enthauptet, da hat das Volk, oder zumindest scheinbar könnte man meinen, das Volk die Macht ergriffen. Das heißt so, die Fürsten haben schon gezittert. Die hatten schon wirklich Angst vor diesen Netzwerken. Das ist so ein bisschen vielleicht wie heute, wo Angst geschürt wird, irgendwie vor Terrornetzwerken, so Al-Qaida oder sowas, ne? Wo man ja auch nicht weiß, inwieweit sind die überhaupt selber, handeln die selber oder sind gesteuert. Und so verworren war das auch schon damals, so, ne? Das war halt auch ein Mythos, der geschaffen wurde. Und der Illuminatenorden war eine dubiose Organisation. Die haben ja ihre Mitglieder ausschließlich aus Freimaurerlogen rekrutiert. Das heißt, es gab damals ganz viele Freimaurerlogen. Und die Illuminaten haben dann dort Freimaurer eigentlich abgeworben und denen so eine Doppelmitgliedschaft anvertraut. Und der zweitwichtigste Mann nach diesem nach dem Weißhaupt im Illuminatenorden, er war Freiherr von Knigge, Adolf von Knigge. Das kennen wir heute alle den Begriff Knigge, für gutes Benehmen, ja, wie du mit Messer und Gabel isst. Hat der aber hat ein Buch darüber geschrieben, ne? Ja, der hat ein Buch geschrieben, das heißt über den Umgang mit Menschen. Ist eigentlich ein cooles Buch, weil er einfach beschreibt, wie du gut mit Menschen umgehst. Da geht es nicht um Benimmregeln, sondern wie du halt als guter Mensch das so machst. Und dieser Knigge war halt auch Freimaurer, Illuminat und ist da auch später ausgestiegen, hat dann auch kritisch darüber berichtet, hat Leuten eigentlich davon abgeraten, in irgendwelche solche Systeme zu gehen. Von welchem Jahrhundert reden wir? Ende des 18. Jahrhunderts, also ja. 1700 ist das. Irgendwo, genau. Und 1776, lustigerweise, ne? Das ist schon ein zentrales Jahr gewesen, wenn man sich mal die Gründung der USA anguckt. Ja, ne? Das ist eigentlich diese heiße Phase. Man könnte sagen, zwischen 1770 vielleicht bis Napoleon, bis 1800, da sind die ganzen politischen Umstürze, da haben viele solcher Logenorganisationen schon irgendwie was bewirkt. Da gehört dann auch diese Mozart-Geschichte rein. Ne? Jeder kennt jetzt natürlich Mozart irgendwie als Namen, als Komponist. Cool. Ist das wahrscheinlich hier auf dem Hip-Hop-Podcast nicht unbedingt das, was die Zuschauer alle sich so morgens reinziehen. Mozart erstmal. Aber Mozart selber war ja ein sehr interessanter Typ. Der war ja ein musikalisches Genie, galt als Kind, so schon als Wunderkind. Hochbegabter Mann.
Und der hat halt diese Oper geschrieben, die Zauberflöte. Und der ist dann sehr mysteriös, ist Mozart verstorben. Also kurz bevor dann, ich glaube, die Zauberflöte dann auch aufgeführt wurde, wurde er krank und ist wirklich elendig verreckt. Also der ist ein, zwei Wochen lang lag der im Krankenbett, hat nur gekotzt. Und sehr jung, ne? Ja, ich glaube, 40 oder was? Nee, ich glaube nicht mal. Ich glaube, der war Mitte 30. Cool K, wir gucken das, weil wir nochmal von halt einem Verschwörungsmilieu zu den Illuminaten und zu den Freimaurern was gucken wollen, um halt anhand dessen nochmal darüber zu sprechen, ja, was halt genau dieses Milieu halt ausmacht. Und das Interessante bei diesem Fleischhauer, und ich finde, das kommt auch jetzt an dem, was er sagt, halt weiter sehr gut rüber. Er hat ja auch viel gesagt, was wir selber in der Folge gesagt haben und aufbereitet haben. Und das ist halt das Interessante oder vielleicht sogar auch ein bisschen gefährlicher an dem, dass der wirklich Ahnung von dem hat, was er redet, dass das halt nicht so ein plumper Verschwörungsideologe oder so ist, der halt einfach sich halt alles nur so, was Gott woher zieht, sondern halt wirklich viel auch auf der Grundlage von historischen Fakten argumentieren kann. Aber dann halt eben das Ganze halt so auch unterschwellig teilweise vermischt mit bestimmten Aussagen, mit bestimmten Suggestionen und so. Und dadurch ist der Typ halt wie so eine Art Pipeline, kann man eigentlich sagen. Und so passt er auch irgendwie in diese Show ganz gut rein, weil, ja, wenn ich halt bei Fleischhauer anfange, lande ich vielleicht auch irgendwann bei Belasch, ne? Er sitzt ja gegenüber. Ja, klar. Ja, ich glaube, die Sache ist die, mit dem Charles Fleischhauer, ich habe auch einige seiner anderen Videos mal so reingeschaut. Und ich würde sagen, man kann auch auf den Kanal gucken und man kommt dann gar nicht mit Verschwörungstheorien in Kontakt. Also ich hatte beispielsweise eins mal jetzt mit einem noch aktiven Freimaurer, war es glaube ich, einfach zu einem Gespräch über so allgemeinen Stand von Ritualwesen und so und so einem Buch, was veröffentlicht wurde über die Rituale, und dann haben beide einfach so ein bisschen drüber gesprochen, was jetzt irgendwie da dran ist und so und wie sich das in den unterschiedlichen Logen verhält. Und da hast du dann gar nichts. Das ist dann einfach wirklich so ein, würde ich sagen, im Endeffekt fachkundiges Video darüber, wo die einfach über Rituale in der Freimaurerei, Symboliken und so sprechen, was wird gerne benutzt. Auf der anderen Seite ist es so, dass einmal kann ich nicht klar sagen, was jetzt seine richtige politische Agenda ist. Das finde ich nicht zu durchsehen, deswegen finde ich es dann auch mal schwierig zu sagen, als wie gefährlich sehe ich den Typen jetzt, weil mache ich natürlich jetzt nicht einfach davon abhängig, was für eine Argumentationsstruktur verwendet der, sondern was für eine Gesellschaft wünscht er sich, mit was für Leuten möchte er zusammenarbeiten, um diese Gesellschaft zu erreichen, und arbeitet ihnen dann vielleicht dabei eher zu und verrät seine eigenen Ideale. Und das andere ist natürlich dieses Ganze, was dann tatsächlich schwierig ist bei ihm, ist dieses ganze Weltbild, was er propagiert, von wie er Geschehnisse analysiert. Und das kommt ja jetzt schon so ein bisschen durch, nämlich dieses bei der Französischen Revolution wurde ein König enthauptet durch das Volk. Oder zumindest sagt man das so. Es ist dieses Zweifelsehen, was natürlich darauf anspielen soll, dass eigentlich diese ganzen Sachen passieren nicht wirklich. Man warnt vor terroristischen Netzwerken wie Al-Qaida, versucht sie auszumerzen. Wobei man natürlich nicht weiß, handeln sie wirklich alleine in ihrem eigenen Interesse? Oder sind sie gesteuert? Oder sind sie gesteuert? Das war zum Beispiel sehr explizit. Ja, und das sind natürlich diese Sachen, die dabei reingepackt werden. Und ich glaube, das ist auch weiterhin, geht es dann auch wieder auf so eine allgemeine Elitenverschwörung hin. Und da kann man sich natürlich fragen, wie funktioniert das, also wie passt das eigentlich bei dieser Figur zusammen? Mhm. Weil auf der einen Seite macht er ja wirklich eine Ehrenrettung der Freimaurer. Sowohl in den anderen Medien, in denen er war, als auch auf seinem eigenen Podcast. Der hält ja viel von den Freimaurern, auch wenn er Ex-Freimaurer ist. Und ich glaube, das ist so ein diverses, aber auch positives Bild, was er machen will. Es gibt halt diese bösen Logen, es gibt aber auch die guten Logen. Und vor allem ist es ja auch eine Adelung von ihm selber. Er ist Ex-Freimaurer, er war Teil von diesen immens mächtigen Zirkeln. Und ich glaube, das ist auch einfach viel cooler zu sagen, ich war Teil von einer der mächtigsten Organisationen auf der Welt oder die zumindest
Kontakt, Verbindung zu den mächtigsten Organisationen der Welt hat, als ich war in irgendwie so einem philanthropischen Club für mittelalte Männer, die gerne Rituale spielen. Er kapitalisiert das auch einfach für sich selbst, ja. So. Also er profitiert einfach materiell davon. Und das ist, kann halt auch ein Grund sein, warum er das macht. Es ist halt, wie du sagst, undurchsichtig, ja. Was seine Begierden sind. So undurchsichtig wie der Illuminatenorden. Und man hat schon damals vermutet, dass er vergiftet worden ist. Das denke ich auch. Also ich denke, Mozart wurde aus dem Weg geräumt. Es gibt dann die Verschwörungstheorie, wo manche sagen, ja, weil der hat Freimaurergeheimnisse in dieser Oper verarbeitet. Aber das glaube ich nicht, dass ihn die Freimaurer umgebracht haben, weil diese Oper war eher sowas wie eine Werbung für die Ideen der Freimaurer. Das war eher so ein Prestige-Ding. Ich glaube, dass es andere Kreise gab rund um die aus der katholischen Kirche, von dem österreichischen Kaiser, die ihn weghaben wollten. Meine persönliche Theorie dazu. Das ist auch spannend auf jeden Fall. Nachdem die Illuminaten aufgeflogen sind, aber jetzt um die Verbindung zu den Freimaurern da nochmal irgendwie abzuschließen, da gab es ja dann auch von einem hochrangigen Typen ein sehr bekanntes Buch, Joe Robison, glaube ich, hieß der, ne? Also A Proof of a Conspiracy. Da hieß es, dass die Illuminaten abgetaucht sind und jetzt anfangen, die Freimaurerei aktiv zu unterwandern. Und er hat da seine ganzen Logenbrüder mit diesem Werk dann irgendwie quasi warnen wollen. Erinnert es nicht so ein bisschen auch an die Geschichte der Tempelritter, so mit dem Auffliegen, geächtet sein, verboten werden und das, dann das gehört da alles mit zu. Das ganz kurz, B, die Tempelritter sind am Freitag, den 13. aufgeflogen durch diesen Brief, ne, der gefunden wurde von den Boten. Nee. Da meint Jacques de Molay jetzt wieder. Okay. Ja, es gab die wurden da verhaftet praktisch. Also bei den es gibt halt diese Connection zwischen den Tempelrittern und den Freimaurern. Und das geht auf einen Mann, ja nicht einen Mann zurück, also das muss man sich so vorstellen. Als die Freimaurerei entstand und in die Öffentlichkeit trat, da war die auch für alle Menschen mysteriös, wie es auch heute ist. Und es ist nicht so, dass wenn jemand dann Freimaurer wird oder auch damals wurde, dass der dann gleich alle Geheimnisse kennt und alles eingeweiht ist. Das ist, viele Leute waren irgendwie Freimaurer und wussten gar nicht so wirklich, was steht jetzt wirklich noch dahinter, was kommt da noch. Wie heute, oder? Wie heute. Und es gab einen interessanten Mann in Deutschland, das ist eigentlich viel spannender als die Geschichte um Adam Weishaupt, ist aber viel weniger bekannt. Das war ein Adliger, der hieß Freiherr von Hund. Und dieser Freiherr von Hund... Das ist ja... ist das nicht wirklich... müssen wir hier wieder mit Fragen reden, mein Lieber. Ist das nicht wie wirklich, dass halt fast alles aus unserer Folge hier behandelt wird? Ja, wirklich. Ne? Ja. Ist das so? Ja, also es scheint mir so. Und natürlich, ja, es ist auch, was ich mir wirklich die Frage stelle, das ist ja auch perfekt, jetzt halt nur noch in Fragen reden zu müssen, oder? Bei dem Thema. Da kann man sich ja, da stellen ja jetzt alles in Frage. Kann man sich da nicht generell sehr viel fragen? Auf jeden Fall. Kann man sich, glaube ich, schon sehr viel fragen, ja. Ich frage mich auch, ob dieser Herr Freiherr von Hund nicht auch der war, den wir selber in der Folge behandelt haben, als großen Scharlatan. Mhm. War dieser Freiherr von Hund nicht der, der in Deutschland oder zu dieser Zeit noch dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation die Freimaurerei in ihre irrationale Richtung gelenkt hat? Mhm. Und was mir auch aufgefallen war, wo ich mich dann auch wirklich gefragt habe, mit diesem Punkt von, ah ja, man kann ja jetzt halt nur, nicht alle, die halt da dabei sind, wissen dann alles und so weiter und so fort. Damit kann man doch alles rechtfertigen, oder? Dann kann man ja immer sagen, ja, ich war zwar dabei, aber die großen Geheimnisse, die weiß ich nicht. Also glaube ich weiter an diese große Verschwörung davon, oder? Weil eigentlich müsste man ja beim Fleischhauer sagen, hä? Eigentlich ist es doch so, der war dabei, der müsste doch eigentlich wissen, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist, dass das so eine groß ominöse Sache ist, oder irre ich mich da? Ich frage mich halt, ob es nicht einfach so ist, dass in diesen Logen, die weiterhin diese esoterische Tradition weiterführen, gerade dieser größere Mythos um die Hochgrade und um die immer weiter versteckten Geheimnisse, die Krümel für Krümel ausgesendet werden,
nicht gerade das sind, was weiterhin für so jemanden wie ihn dann auch diesen Mythos erhalten könnte. Ja. Vielleicht denkt er, warte mal. Denkt er sich nicht vielleicht gerade deswegen, dass es dann irgendwo ganz am Ende doch noch dieses letzte Geheimnis gibt, was auf diese große Verschwörung, auf die Verbindung zu mysteriösen Organisationen wie den Tempelrittern hinweisen könnte. Möglich. Haben wir jetzt lange genug in Fragen gesprochen? Ich frage mich tatsächlich, ob da jetzt noch viele spannende Sachen kommen. Wir können auch mal ein bisschen skippen, weil ich weiß nicht, wir müssen jetzt halt, glaube ich, nicht hier diese Hund-Story nochmal hören, oder? Ich glaube, ich würde dann halt hier mal, was vielleicht noch interessant ist, Axel Springer, der Freimaurer. Klingt das gut? Sie reden natürlich noch voll lange darüber. Ja, Jesus in der Frommerei und die Templer. Die Weltkriege in Anführungszeichen hört sich auch sehr gut an. Was hat Rasputin mit all dem zu tun? Ja, weiß nicht, wollen wir uns noch einen Part gönnen? Wollen wir uns das zur Freimaurerei anhören? Was denn? Vielleicht das zu Jesus? Ja, dann hören wir noch das zu Jesus. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Und nochmal ganz kurz zurück zu dieser Geschichte um die Jesusfigur herum. Ja, weil wir haben manche Sachen angerissen und sie nicht zu Ende gebracht. Deswegen, viele. So, weißt du? Jesus, Nachfahren, Da Vinci Code, letzte Abendmahl. Ne? Also ich habe zu dieser... Ich droppe jetzt einfach mal... Wörter und Begriffe. WHO, Impfung, Robert-Koch-Institut, Bill and Melinda Gates Foundation, Benito Mussolini, Chiang Kai-shek. Ja. Fleischsalat. Das ist echt richtig gut. Das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Ich habe da auch nicht so ein Fable für. Ich persönlich... Aber warte ganz kurz. Ja. Diese Figur an und für sich ist eine zentrale Figur der Weltgeschichte. Ja. Also da dreht sich echt eine Menge drumherum. Da gibt es, glaube ich, so die Talmud-Juden und so weiter, die sehen den natürlich als den falschen Messias und der soll irgendwie auf Ewigkeiten in Exkremente kochen und so ein Zeugs. Ja, da kriegst du solche Sachen sogar gesagt. Dann gibt es den Islam, der sagt, war ein Prophet, aber war nicht der letzte Prophet, ist nicht unser hauptsächlicher Prophet. Da gibt es eine christliche Abteilung, die sagt, ist unser hauptsächlicher Prophet. Dann gibt es eine andere christliche Abteilung, die sagt, das ist Gott selbst. Das ist die Manifestierung von Gott. So, also man kommt, egal wo man hinschaut, kommt man eigentlich gar nicht drum herum. So, was ist denn deine Einschätzung aus freimaurerischer Sicht, welchen Stellenwert Jesus gehabt hat? In der Freimaurerei und in den Hochgraden ist Jesus eine zentrale Figur. Also diese Hochgrade sind christlich gnostisch, muss man sagen. Also, wobei, das ist dann eben nicht das Christentum der Kirche. Deshalb wird die Freimaurerei auch von jeher von der Kirche bekämpft. So, weil die katholische Kirche beispielsweise, die sagt halt, sie hat ein Patent aufs Christentum. Ja? Sie haben das wahre Christentum, so wie es richtig ist. Und alle anderen, die irgendwie Christen sein wollen, die passen da nicht rein. Und die Freimaurerei war aus meiner Sicht, und wenn das stimmt, dass sie aus dem Templertum hervorgegangen ist, was man nicht beweisen kann, aber was wahrscheinlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dann ist es ein alternativer Glaube sozusagen, könnte man sagen. Wie kann man sich dann das vorstellen? Das ist jetzt auch einfach eine Behauptung, dass die Freimaurerei in ihrem Kern christlich ist. Ja. Also das ist ja auch einfach jetzt, ich weiß nicht, woher der das jetzt hat, aber... Also... Was wir ja so ein bisschen daraus gesehen haben von dem Glaubensanteil, den es gab, gab es ja große Unterschiede. Ja klar, viel mehr christliche, weil das halt nochmal hier auf christlichem Territorium entstanden ist. Aber ja, es war ja genau, wie das auch bei uns in der Folge beschrieben war, ein übergreifendes Konstrukt. Und es gab halt vor allen Dingen halt mit dem großen Baumeister dann halt eine eigene Erzählung. Ja, also es ist ja, glaube ich, so, dass
in der Freimaurerei sehr stark auch diese Tradition sich niedergeschlagen hat von, solange man ein Gottesverständnis hat, darf man dazugehören. Also solange man an einen Gott glaubt. Es gab ja auch sehr viel Streit in der Freimaurerei, das haben wir da nicht so besprochen, das war aber tatsächlich so, darum sollen Ungläubige aufgenommen werden. Da gab es immer wieder eben auch starke Wendungen dagegen, dass man gesagt hat, jemand, der nicht an Gott glaubt, der kann nicht von der Freiheit des Menschen überzeugt werden, das ist ein unethischer Mensch, der hat bei uns nichts zu suchen, der hat das Universum nicht verstanden. Und dann gab es ja auch ganz viele Traditionen, die, wie er das auch gesagt hat, es gab auch innerhalb von der Freimaurerei Bezug auf gnostische Lehren. Das hatte ich ja auch einmal bei diesen irrationalen Teilen eben gefragt, ob das eben eine Sache ist, wie jetzt der Fleischhauer das anspricht. Also diese Vorstellung von, da gibt es ja eine sehr breite gnostische Tradition im weitesten Sinne, eben diese Idee von materielle Welt schlecht, wurde von dem Gott des Alten Testaments, dem Demiurg, geschaffen und der eigentliche, wirkliche Gott ist uns nur über besondere spirituelle Wege und ja, eine sehr persönliche Spiritualität zugänglich und vielleicht schafft man es dann irgendwie an diesen Gott ranzukommen und sich von dieser schlechten materiellen Welt loszusagen. Oder auch Sachen, die, da kann man jetzt fragen, wie viel ist das jetzt noch dieses klassische Christentum, dieser rosenkreuzerischen Tradition angehören, wo sich ja sehr viel niederschlägt von christlichen Anteilen, von alchemistischen Anteilen, von Mystizismus, Kabbala und auch eigenen politisch-religiösen Überzeugungen. Ist ja recht breit gefächert. Wenn die Templer an und für sich, wenn die ein christlicher Orden gewesen sind, aber man dann mit dem Vatikan jetzt gerade die christliche Instanz überhaupt auf der Erde hat, die sich meiner Meinung nach genau gegenteilig verhalten, nämlich absolut unchristlich. Also da würde ich sogar so weit gehen und zu sagen, das ist eigentlich, das ist eine teufelsanbeterische, satanische Organisation, die sich als das Christentum tarnt, um es auf den Punkt zu bekommen. Ja. Kann man das auch, kann man davon Bugi einfach gut gesagt. Das ist halt richtig geil. Einfach so, alles, was ich halt ablehne, was halt irgendwie böse Dinge tut und was halt kritikwürdige Dinge tut oder schlimme Dinge tut, ist satanisch. Das ist richtig geil. Vielleicht ist es ja auch möglich, dass Leute im christlichen, unter dem christlichen Banner all diese schlimmen Dinge tun und das schon seit Jahrtausenden und sie keine Satanisten sind. Das ist aber nicht einfach so cool. Das ist aber nicht so cool, wie wenn die im Vatikan selber dunkle Messen abhalten. Ja. Der Papst tatsächlich der Antichrist ist. Von ausgehen, dass früher solche Sachen auch stattgefunden haben. Vielleicht, dass die Templer im Verborgenen, so wie es bei Jacques de Molay, den er angesprochen hat, der wurde ja dann irgendwie überführt, ne, soweit ich weiß, dass er sich irgendwie mit seinen Leuten in einem stillen Kämmerlein zusammengetan hat, eine Verschwörung organisiert hat, um das Parlament zu übernehmen. War das so? Und dass da irgendwelche satanischen Rituale oder irgendwas entdeckt wurden bei denen und deswegen wurden die dann irgendwie verhaftet und teilweise ermordet und so am weiter. Freitag, was ist denn? Ne? Am Freitag des 13. genau. Was ist da die Story dahinter, genau? Das ist wirklich ganz wichtig. Geht das eigentlich? Okay, jetzt nehmen wir das mal als Talking Point auf. Weißt du, ob das darauf zurückgeht, dass Freitag der 13. ein Unglückstag ist? Mit diesen ganzen zufälligen. Naja, jetzt in Bezug des. Er meint das ja schon in Bezug darauf, auf die Auflösung und die Verhaftung Mitglieder des Templerordens, weil dann, glaube ich, vor allem in Frankreich, meine ich. Mhm. Weiß ich nicht, ob was da der Hintergrund ist. Ob das darauf zurückzuführen ist. Wäre auf jeden Fall sicherlich gut, falls man mal bei Wer wird Millionär sitzt. Kann eine gute Frage sein. Na, dieser Tempelritterorden war extrem mächtig. Der hat angefangen als ein Ritterorden, der im Heiligen Land gegen Muslime kämpfen sollte. Das haben sie dann auch erfolgreich gemacht, haben sich dann aber auch mit denen irgendwie verbandelt. Und dann waren die aber auch in Europa sehr mächtig, vor allem in Frankreich, hatten aber auch Dependancen in Deutschland, zum Beispiel Berlin, Tempelhof. Das kommt daher, da war ein Hof der Templer.
Also hier war in Berlin waren auch die Tempelritter am Tempelhof halt. Und in Kreuzberg die Kreuzritter wahrscheinlich. Ja, aber es könnte sein, dass das auch irgendwie so, weiß ich jetzt nicht. Was war in Langwitz? Ja, das kann schon sein. Liegt alles zusammen. Das ist so bescheuert, ohne Witz. Spanien ist Dienstag der 13. der Unglückstag. Ja. Aber es gibt ganz witzig, ich hatte das auch mal gesehen, in Deutschland gibt es wohl dann auch so Burgen, wo man dann auch vermutet hat, könnte es sein, weil da haben sich ja wirklich sehr viele Mythen drum gerankt, was für Rituale die Tempelritter und so abhalten. Dann gab es auch Fälle davon, dass man vermutet hat, dass das Kultstätten der Tempelritter sein könnten in manchen Burgen, wo sich dann herausgestellt hat, dass einfach nur spätere Adlige, weil sie so fasziniert waren von diesem Tempelritter-Mythos, dann so Fake-Ritualräume bei sich in die Burg gebaut haben, um dann, ich weiß gar nicht, ich müsste das mal rausholen, das war glaube ich sogar auch mal bei irgendeinem irgendwie Deutschland von oben, Reise durch Deutschland, ÖRR-Format, was ich mir ganz gerne mal im Hintergrund, während ich irgendwelche Folgen schreibe oder so, laufen lasse, dass den Geist beruhigt. Und die waren einfach sehr mächtig so. Und die waren nicht nur militärisch mächtig, sondern die waren Banker. Das waren eigentlich die ersten Bankiers in Europa, die hatten Geldmacht. Und dieser Orden, der hatte halt keinen Staat, sondern der war überall verstreut. Aber du kannst dir mal die Macht vorstellen. Sie hatten Elitekämpfer, also die besten Krieger, die es gab, plus das Geld. Also waren die verdammt mächtig. Ja. So, und der französische König war pleite und wollte die im Prinzip ausrauben. Und er hat zusammen mit dem Papst einen Komplott geschmiedet. Der Papst war zu dieser Zeit eine Marionette des französischen Königs. Man musste das ja natürlich, er konnte nicht einfach hingehen und die und sie sagen, jetzt raube ich euch aus, sondern er braucht einen Vorwand. Und dann hat man sie angeklagt, dass sie halt Ketzer wären, dass sie im Verborgenen ein Idol anbeten, so eine, ja, vielleicht wie eine Art Figur oder sowas, das hieß Baphomet. Manche haben dann auch gesagt, Baphomet ist eigentlich sowas wie Mohammed oder so, weil sie eigentlich Moslems wären. Das ist natürlich Quatsch, aber so haben sie das so zurechtgebogen, um denen irgendwas vorwerfen zu können. Und dann wurden die an einem Freitag, den 13., in einer riesigen Verhaftungswelle alle verhaftet. Und interessanterweise ist, dass die Templer waren ja Elitekrieger. Man könnte jetzt ja vermuten, okay, die kannst du nicht so einfach verhaften. Sie haben sich alle gewaltlos festnehmen lassen. Weiß man auch nicht genau, warum. Manche sagen oder vermuten, weil sie gedacht haben, ja, wir sind unschuldig, wir sind doch mit dem König befreundet, man wird uns jetzt nach einer Woche freisprechen, warum sollen wir jetzt Widerstand leisten? So, dann nehmen die uns halt einmal fest, wir haben ja nichts gemacht. Vielleicht hatten sie auch den Befehl bekommen, das zu machen. Es war ja auch eine krasse Organisation mit einer wirklichen Hierarchie. Also dann gibt es noch das Gerücht, dass dann aber, dass sie einen Schatz gehabt haben und dieser Schatz dann mit Schiffen noch irgendwie in letzter Minute Frankreich verlassen hat und weggesegelt ist. Also der König, der sie ausrauben wollte, ist nie an das Geld gekommen. Ja, der Reichtum, das hat er nicht bekommen. Sie haben dann den Orden ausgelöscht. Und die Frage ist, wo hat er dann weiter existiert? Weil der Papst hat jetzt gesagt, ich vereinfache das auch alles so ein bisschen, ne? Es war ein komplexer. Aber der Papst hat gesagt, so, die sind jetzt eine verbotene Organisation europaweit, die müsst ihr überall platt machen. Der französische König, der das initiiert hat, hat gesagt, geil, machen wir. Kuttenverbot. Dann gab es auch andere. In Spanien hat der König gesagt, gar nichts mache ich. Ich verhafte hier keine Templer. So, das heißt, die konnten dort auch noch weiter existieren unter anderem Namen. Dann gibt es auch die Geschichte, dass die Templer nach Schottland geflohen sind, weil der schottische König war im Streit mit dem Papst. Der hat eh gesagt, was der Papst sagt, der kann mich mal am Arsch lecken. Ich mache hier mein eigenes Ding. Und dass die dort Zuflucht gesucht haben. Okay, also wir lernen daraus, die haben halt irgendwie überlebt bis heute. Das ist ja dann jetzt die Erzählung, die halt probiert daraus halt zu spinnen. Oder zumindest wird die Frage. Es wird angedeutet. Es wird die Frage in den Raum gestellt, dass es ja möglich sein könnte. Aber ich muss sagen, da finde ich, gehst du jetzt in dem Punkt auch zu hart mit ins Gericht, weil das finde ich halt in Ordnung. Ja, ja, nee. Das irgendwie so mythenmäßig aufzuspannen, weil ja, kann halt sein, dass irgendwo, also soweit wir das wissen und so wie es in der Forschung ausschaut, gibt es bislang keinen Anlass dafür anzunehmen, dass tatsächlich irgendwo noch der große Templerschatz verborgen ist und es eine tatsächliche Traditionslinie von den Organisationen, die sich später auf die Templer beziehen, gibt. Das, wie gesagt, ganz viele Geheimbünde haben das gemacht. Mhm. Macht ja auch Sinn. Es ist immer cool, irgendwie tiefe mythologische Wurzeln zu haben. So das, was wir in der revolutionären
Bewegung machen, dass man gerne eine Traditionslinie bis an den Anfang der Geschichte zieht und sagt, guck mal da, das waren unsere Vorkämpfer. Mhm. Wir haben die Tradition immer weitergegeben. Macht auf so einer groben Ebene, wie wir das vielleicht machen, sogar mehr Sinn, indem man sagt, man macht das an irgendwelchen regionalen Orten, wo man sagt, das ist eine deutsche revolutionäre Tradition, die sich irgendwie kulturell weitergegeben hat, an generell einfach der Tradition des Klassenkampfes, auch wenn das natürlich in beiden Fällen in sehr vielen Hinsichten sehr viel Konstruktionsarbeit bedarf. Und bei so Geheimbünden, die wollen das natürlich auch in ein größeres mythologisches Kleid bringen und deswegen macht das natürlich dann auch Sinn, da eben diese Traditionslinien aufzumachen. Nur in dem Fall ist es dann, würde ich sagen, noch deutlich schwieriger, weil man da ja jetzt schwierig auch irgendwie sagen kann, die sagen ja nicht, da gibt es irgendwie tolle Ideen bei den Templern, was weiß ich, die haben irgendwie dadurch, dass sie lange im Heiligen Land waren und sich mit islamischer Theologie auseinandergesetzt haben, mit Muslimen gelebt haben, irgendwie einen Toleranzgedanken gehabt oder die haben spannende östliche Traditionen aufgenommen und ganz interessante Geheimnisse aus dem Orient hier rübergebracht oder so. Und das ist was, worauf wir uns jetzt auch beziehen. Sondern das ist ja wirklich einfach nur, da war irgendwie Geheimwissen, was weitergegeben wurde. Und wir sind in einer genauen Traditionslinie dazu. Und ab da wird es dann, finde ich, natürlich auch ein bisschen fragwürdig. Ja, und es geht doch halt darum, dass man halt das irgendwie probiert, so dem Ganzen halt mehr eine wissenschaftliche Grundlage oder sowas in der Art zu geben, dass man jetzt halt die Weltsicht hat, dass alles, was halt auf der Welt passiert, von irgendwelchen Geheimbünden existiert, die damals schon die Welt kontrolliert haben, die in der Zwischenzeit die Welt kontrolliert haben und jetzt die Welt kontrollieren. Darum geht's ja. Und das ist halt auch eine Kontinuität halt von diesen entsprechenden Bünden halt eben gibt. Von damals bis heute auch in der Kontrolle der Welt. Ja, oder vielmehr in ihrer Existenz. Weil zumindest bei den Templern wird ja gesagt, die wurden ja aufgelöst. Ja. Also sie haben ja nicht die Welt kontrolliert, sondern sie wurden an den Rand gedrängt. Aber natürlich diese Geheimbundtradition hat sich überlebt. Ja. In der Flucht nach Schottland. Übrigens, kleine Filmempfehlung dazu. Wie heißt das nochmal? Der Nicolas Cage-Film National Treasure, wie ist nochmal der deutsche Titel davon? Auf den Spuren der Tempelritter? Ja, ich glaube schon. Hm. Wo Nicolas Cage nach dem Schatz der Templer sucht. Sehr gut. Und doch, erinnerst du dich nicht mehr? Das ist das, wo... Ja, glaube ich, im zweiten. Es gibt zwei Teile davon. Ist das ja, aber im der zweiten? Ist, aber oder der ist, im Film ist Trash. Also nein, der ist super. Filmebene. Super, super. super Disney-Adventure-Film mit Nicolas Cage. Der Film ist Müll, nur wenn ihr Trash mögt. So, guckt euch ihn an. Lasst euch nichts einreden von Joshua. Und das ist schockiert der Indiana Jones unserer Zeit. Aber soweit dazu, oder? Ich glaube, wir müssen nicht weiter gucken hier. Nee. Das reicht als Einblick. Ich finde halt, das hat das jetzt nochmal ganz gut verdeutlicht, dass es dann halt eben komplexer ist, als man halt zuerst. Ich meine, Belasch ist halt super plump halt oft. Ich glaube, wir haben halt nicht mal ansatzweise so die krassen Takes halt aus dem Video gesehen und da waren ja schon absurde Sachen dabei. Aber bei diesem Fleischhauer wird es halt komplizierter und ich glaube, das war nochmal ganz gut, um das darzustellen. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde aber nicht sagen, dass Natürlich sagt der plumpe Sachen mit diesem ganzen Kram von wegen einfach dieser Aufzählung, ja, natürlich, die er halt hatte. Ja, natürlich macht er das. Ich sag ja auch nicht, dass er nicht plump ist. Ja. Der Typ steckt komplett in diesem Diskurs drin und er droppt halt auch einfach gerne seine Sachen, wo er irgendwie Assoziationen zu bauen kann. Aber das ist halt so, wie diese Denke an sich nun mal funktioniert, diese Verbindung aufzustellen. Weil so arbeiten diese Leute. Sie wollen diese Verbindung aufstellen. Trotzdem ist das, glaube ich, häufig recht vermessen, wie Linke auf diese ganzen Sachen blicken, weil sie eben... Ja, Junge, ich habe das jetzt gerade gesagt, nicht irgendwelche Linke. Naja, genau, und an dir mache ich ja auch diese Linke, in diesem Fall dann diese Linke-Denke aus. Dieses irgendwie, wenn die Verschwörungstheoretiker zusammenkommen, die faseln da einfach in irgendwie ein paar Begriffen sich was zusammen
Und so funktioniert das dann häufig doch nicht. Und ich glaube, das ist auch gerade das, weswegen diese starken Karikaturen von diesen Leuten halt auch nicht mehr so stark greifen. Weil wir haben inzwischen eine sehr aufgefächerte, abseits von eben kleinen Online-Foren entstandene verschwörungstheoretische Szene, ja, mit Leuten, die auch, wo auch ein bisschen was dahinter steckt, ja, die natürlich die gleichen Denkfehler machen, die die gleiche falsche Methodik an den Tag legen, eben von diesem Verbindungen machen, von es gibt keine außerhalb von Geheimorganisationen bewusst handelnde Subjekte in der Weltgeschichte, alles ist gesteuert, es gibt keine Zufälle, diese ganzen Fehler machen, aber die gleichzeitig trotzdem eine Kompetenz haben, Sachen gut wiedergeben können und wo auch fachlich ein bisschen was dahinter steckt. Ja, na klar, darum geht es mir, weil ich glaube, sonst kommt man schnell da drin, das zu unterschätzen. Das ist, das ist ja auch ein guter Punkt. Das ist ja auch ein richtiger Punkt. Also darum ging es mir auch nicht, das halt in Frage zu stellen oder so, sondern ich finde einfach, dass man das in dem Vergleich trotzdem halt merkt, wenn man halt ja, diesen Fleischhauer und Belasch. So, Belasch ist halt kein Dummerchen, das hast du ja auch gut dargestellt. Es geht halt nur darum, dass der halt einfach saudumme Sachen halt sagt und halt sau pauschalisierende und plumpe Dinge halt zwischendurch halt droppt. Der hat dann auch mal wieder so Parts, wo man halt merkt, okay, da hat er sich irgendwelche Sachen angelesen und schafft das halt ganz gut, das irgendwie zu verbinden oder so, aber zwischendurch sagt er halt einfach so, wo man halt mit dem Kopf gegen die Wand läuft und denkt, was labert der halt für einen Müll, das ergibt halt gar keinen Sinn mehr oder das ist halt einfach nur noch so eine komplette Pauschalisierung auf das eigene ohne eine Untermauerung von irgendwas und bei dem Fleischhauer ist das halt suggestiver. Ja, ich glaube, das große Problem auch, warum sowas so stark wirkt, weil es stimmt, so Belasch sagt absolut pauschalisierende Sachen und sagen wir mal, Großereignisse in der Geschichte werden sehr schnell bei ihm auch einfach so, werden auch sehr schnell einfach unter ein das war von denen und denen gesteuert zusammengefasst. Oder er zweifelt einfach, sagen wir mal, eigentlich sehr gut bewiesene Selbstverständlichkeiten in der Geschichtsschreibung ab, aber gibt jetzt keine weiteren Belege dafür, warum er das jetzt irgendwie ablehnt, wie das gängigerweise überliefert ist. Und ein großes Problem, auch nach dem langen Hören dieses Podcasts und generell solcher Formate, ist einfach mit was für einem Selbstbewusstsein die Leute das sagen. Mhm. Und auch mit was für einer Reichweite. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Ja, ja, das was ist das für eine Reichweite, das Video, was wir gerade hatten. 124.000 Aufrufe vor einem Jahr erschienen, ist wahrscheinlich noch einer eher so der mittleren oder kleineren Videos, ne, teilweise. Von den politischen Sachen schon, also wir haben schon einige High-Quality-Gäste, also es gibt auch einige Videos, die laufen schlechter, so. Aber das ist natürlich beachtlich und es gibt Formate, die noch deutlich dümmer da drin agieren und noch deutlich hängengebliebener generell politisch sind, die noch größere Reichweite haben. Aber was ich damit sagen will, mit diesem Selbstbewusstsein, mit dem die das sagen, gar nicht mal nach dem Motto, guck mal, wie viele sich jetzt trauen, weil das ist was natürlich Verschwörungstheoretiker, Ideologen, wie auch immer, schon immer gemacht haben. Und das Problem ist, wenn du dich nicht blöd anstellst, aber dieses Selbstbewusstsein bei solchen stark pauschalisierenden Aussagen an den Tag legst, dann wirkt das einfach auf viele Leute auch als sehr glaubwürdig. Ja. Weil das ist ja die Sache, wenn du mit diesen absoluten Aussagen arbeitest, dann, da gibt es ja auch Untersuchungen zu, dann nehmen Leute das viel mehr an, als wenn man ein vielleicht oder ja, man sagt so, es gibt Hinweise darauf, dass das so ist oder man muss aber auch noch das bedenken, dass das einfach viel stärker von den Leuten angenommen wird und dass die Leute dir da viel mehr glauben, wenn du so absolut sprichst. Ich glaube, das ist auch was gerade bei diesen Formaten einfach auch stark wirkt. Ja, Leute, so viel dazu, würde ich sagen. Schreibt gerne, wir können auch jetzt die Runde allgemein öffnen. Wir haben ja jetzt auch schon einige Zeit über unser letztes Thema, wenn ihr noch Fragen oder Punkte habt, die ihr zu unserer letzten Folge besprechen wollt, dann gerne. Und ansonsten könnt ihr auch alles mögliche andere reinschreiben zu irgendwelchen anderen Themen, die euch bewegen. Ne? Also ich möchte vielleicht eine Einschätzung auch noch dazu abgeben zu dem ganzen Format. Ich glaube, was auch nochmal einen starken Einfluss natürlich darauf hat, warum Belasch in diesen ganzen Sachen als
sehr kompetent wahrgenommen wird, ist, weil es einfach sehr einfach ist, wenn man in einem Duo mit MC Boogie da sitzt, dass die Argumentation, die man an den Tag legt, eine starke Kohärenz aufweist. Meinst du, er hat ihn sich bewusst noch ausgesucht? Nein, das... Jetzt weiß ich, warum du mich ausgesucht hast. Ja, fühl mich mal wieder geschmeichelt. Aber man merkt auf jeden Fall, es war dir ein sehr großes Anliegen, endlich mal über Tage über den Podcast von Boogie und Beda zu sprechen. Das hat viel in dir ausgelöst. Definitiv. Ja, es ist natürlich interessant jetzt, dann, du hattest es ja schon in der Folge angesprochen, aber dann jetzt auch mal im Stream dann über dieses Format reden zu können. Ja. Ja, Sarah, also wäre schön, wenn wir die Möglichkeit hätten, über Tage Freimaurerloge zu eröffnen. Ja. Aber ich glaube, fehlen uns aktuell die Mittel zu. Also ich glaube, was ja tatsächlich eine Überlegung wert wäre, wäre in so eine Richtung von so einer Burschenschaft zu gehen, aus einer revolutionären Richtung. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass eine Freimaurerloge unbedingt das passendste wäre. Es hat auch viele Nachteile, wir haben ja auch darüber geredet, dass sowohl im Podcast als auch so in der Zeit, wo wir die aufgenommen haben, die Folge, dass es ja auch einfach speziell für eine revolutionäre Bewegung nachteilig ist, damit allzu stark in Verbindung gebracht zu werden, ne? Weil es einfach sehr ja, den entsprechenden Ruf halt mit sich bringt und dann halt sehr schnell nebulös wird, was man da halt treibt. Und das will man jetzt nicht unbedingt erreichen, wenn man die Gesellschaft erreichen will, dass die Leute halt denken, man ist halt irgendwie so ein abgefahrener Geheimorden, der halt irgendwelche creepy Sachen tut. Ja. So. Absolut. Und ich glaube auch in Bezug auf so eine Burschenschaft, was ich persönlich da eigentlich sehr interessant dran fände, wäre dann auch die Sache, dass man sowieso stark eben aus einem studentischen Milieu Leute gerade an die Bewegung ranführt und das ja auch schon eigentlich immer so war in Bezug auf alle revolutionären Organisationen, dass es zumindest von dem Personal in Kaderpositionen es immer einen starken Rückgriff auf das studentische Milieu des jeweiligen Landes gab. Und ich finde tatsächlich diese Wirkungsweise von Burschenschaften recht attraktiv, dass man eben sagt, wir haben hier die Möglichkeit von Leuten in einer Gemeinschaft, in einer Stadt, wo sie gerade vermutlich erst hinziehen, günstig gemeinsam in einem Verbindungshaus zu wohnen. Und in dem Fall ist das natürlich so, dann kann man das auch einfach allen Geschlechtern öffnen. Ich plädiere jetzt hier nicht für eine reine Männerburschenschaft. Und was da natürlich dann gleichzeitig auch noch interessant ist, ist, dass man eben dieses Problem damit auch überbrücken würde, Leute, die während der Studienzeit sich stark politisiert haben und in der Zeit aktiv sind, nachhaltig an eben das zu binden, einmal über eine finanzielle Verpflichtung, einfach wenn die Leute dann eben ihre studentische Ausbildung dahinter haben und in einem gut bezahlten, hoffentlich gut bezahlten Beruf nach dem Studium dann sind und auch weiterhin so politisch aktiv bleiben können und natürlich auch dieses Wissen dann wieder an die jüngere Generation weitergeben. Und ich glaube, gerade da könnte eben eine revolutionäre Bewegung sehr stark von so einem Burschenschaftsgedanken profitieren. Neben dem, dass man natürlich in so einem rituellen Kosmos, wenn man dem dann eben auch viel so ein Gewand gibt mit eigenem Wappen, Rückbezug auf irgendwie historische, revolutionäre Traditionen, auf die man sich dann bezieht, den Leuten eben auch schon im Kleinen dann eigentlich vorleben kann, wie so eine Erlebniswelt, wie wir es auch im Podcast besprochen haben, dann aussehen könnte. Ja, und ich finde tatsächlich so, dass es neben all dem sehr abzulehnenden und schwierigen Aspekten, die jetzt Burschenschaften heutzutage mitbringen und die, beziehungsweise die allermeisten Burschenschaften mitbringen. Es gibt ja auch wirklich ein paar, die im Kontext von so einer Burschenschaftswelt vergleichsweise fortschrittlich sind. Gibt es halt echt viele Grundelemente, die ja wirklich schön sind. So, also dieser generelle Gedanke von
Du lebst halt in dieser Studiezeit dann einfach von denen, die vor dir gekommen sind, die halt eben ihre Beiträge einzahlen, musst du dann halt wirklich keine Gedanken darum machen, was ja häufig so ein riesiges Problem für Studenten ist, dass sie sich eben nicht auf ihr Studium konzentrieren können, sondern halt irgendwo ja dann halt noch zusätzlich irgendwo buckeln müssen, wenn man halt keine reichen Eltern hat oder so. Das ist dann halt schon eine echt tolle Sache, das dann so zu ermöglichen, auch wenn natürlich in den meisten Burschenschaften dann andere Kulturen mit reinkommt, dass man halt nur noch sich die Hucke voll säuft und dementsprechend nicht mehr dazu in der Lage, sein Studium zu vollziehen. Aber das sind zum Beispiel so Sachen, die ich echt cool finde, dass man dem dann weiter verpflichtet bleibt und dann halt die Generation nach einem dann halt unterstützt. Mhm. Das sind halt schöne Elemente, die auch gut mit unseren Ideen eigentlich kompatibel wären. Ja, in einem gewissen Sinne. Ich meine, Nightmare schreibt das ja auch so ein bisschen rein mit, wie das in ihrem Ursprung war. Also da gab es unterschiedliche Traditionen, soweit ich das weiß. Sowohl diese bürgerlich-revolutionären als dann auch die sehr stark reaktionär-aristokratisch organisierten Burschenschaften, die sich dann später eben so einer Verteidigung von Monarchie zugewandt haben. Genauso wie, dass es auch einfach sehr stark religiös geprägte Verbindungen gab. Also gerade in Österreich hat man ja eine starke Tradition von so katholischen Verbindungen, die dann eben den Widerspruch eigentlich im System gegenüber den deutsch-national ausgerichteten großdeutschen Studentenverbindungen darstellen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ah ja, genau. Und im weitesten Sinne ist das ja auch eine schöne Idee, in der Gemeinschaft dann eigentlich das, was häufig in linken Organisationen mit sehr viel eigentlich interner Diskussion und teilweise dann auch Repression versucht wird durchzusetzen, eben diese Schaffung des neuen Menschen einfach nur durch sehr viel darauf hinweisen, was am eigenen Verhalten irgendwie problematisch ist und sich die ganze Zeit gegenseitig einfach nur kritisieren. Wäre es ja schön, wenn eben auch in einem positiven Sinne versucht wird, dann in so einer Verbindung eben dann auch diesen neuen Menschen zu schaffen, in dem Sinne, dass die Leute dann versucht werden, ethisch einfach auch weiter, versucht wird, die Leute weiterzubringen. Gut, aber das passiert ja, also das ist ja jetzt nichts, was man halt über eine linke Burschenschaftsbewegung irgendwie neu erfinden müsste, sondern es gibt ja ganz, ganz viele auch linke Ansätze, wo das halt im Prinzip der Gedanke ist. So, zum Beispiel beim Anarchosyndikalismus oder so ist das ja auch ein Kerngedanke, dass man halt dort eben eine eigene Kultur halt entwickelt, den neuen Menschen halt eben schafft, auch innerhalb der Organisation und so weiter. Ich weiß, dass es dann auch im heutigen Anarchosyndikalismus der Ganze dann halt auch oftmals verbunden ist mit einer linken Subkultur und dadurch halt diese Einflüsse auch dort halt Platz haben, diese, die du beschrieben hast. Aber nur, dass es jetzt halt nicht als Verallgemeinerung stehen bleibt, dass es das gar nicht gibt oder so. Nein, also ich glaube, dass man jetzt unbedingt dafür eine Burschenschaft, eine Linke schaffen müsste, um das irgendwie zu erreichen, dahin zu kommen. Da gibt es auch andere Wege. Also erstens glaube ich, dass das im deutschsprachigen Raum eine wirklich sehr kleine Rolle spielt, das, was du beschreibst, aber darauf habe ich noch nicht mal abgezielt. Ja. Also was du ja meinst, ist eher diese Idee von im Anarchosyndikalismus, die es vor allem vor jetzt der im aktuellen Zustand der FAU, was ja ein guter wachsender Zustand ist im deutschsprachigen Raum, so in Deutschland jetzt, wie die Gewerkschaft sich jetzt aufstellt, dass Anarchosyndikalismus eben in alle Lebensbereiche erfassendes, alle Lebensbereiche erfassende Bewegung mit dem Aufbau von einem eigenen System sein soll, dass es eben über diesen reinen Gewerkschaftscharakter hinausgeht, dass aus der Gewerkschaft heraus eigentlich die neue Gesellschaft entsteht und damit auch der neue Mensch. Aber das war gar nicht mal das, was ich meinte, dass das eben alles in einer Burschenschaft erlebbar sein muss, sondern ich glaube, was da eben das Besondere dann wäre, wäre eigentlich, dass man mit einer weitergehenden Ausrichtung eben auf die äußere Gesellschaft, indem das es ja daran gebunden ist, dass die Leute eben studieren, es gleichzeitig dann einen hohen Anspruch intern gibt, was Burschenschaften so ja eigentlich auch haben, der Schaffung eines bestimmten Menschen und einer konstanten Weiterbildung intern in der Organisation. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen das, was jetzt eigentlich so diese rechten Burschenschaften alle versuchen, die haben ja wirklich
eigentlich diesen Anspruch von, wir schaffen jetzt ein weiterhin nach unterschiedlichen Mustern, wie gesagt, es gibt eher religiös praktizierende, es gibt eher deutschnational ausgerichtete Verbindungen, dass man da in dem dann eben diesen perfekten deutschen, katholischen, was auch immer Mann dann eben schafft. Das geht natürlich dann in dem unter, dass die Leute einfach, wie gesagt, sich alle ein schweres Alkoholproblem holen. Das wäre ja auch was, was man beispielsweise dann in so einer Organisation vielleicht beseitigen müsste. Dass man eben sagt, meinetwegen kann man ja am Wochenende trinken, aber unter der Woche gibt es Zapfahrenverbot oder so. Ja, Sali, gibt es interessante Verschwörungstheorien zum Anarchismus? Also es gibt eine ganze Menge, also ne, um das Thema jetzt Freimaurerei und Illuminaten gibt es ja entsprechende Verschwörungstheorien, die wir auch im Podcast behandelt haben und auch von dem Fleischhauer ja beschrieben werden. Also dass es da, dass das Ganze halt, dass ja im Prinzip auch die Freimaurer hinter dem Anarchismus stehen würden und dass halt alle Leute, die halt wichtig für den Anarchismus waren, alle Intellektuellen irgendwie da mit von der Partie waren und sich das bis heute halt eben durchzieht, dass man halt auch die freimaurerischen Zeichen in unserer aktuellen Symbolik halt immer wieder erkennt. Das wäre halt eben die eine Sache, die wir ja gerade behandelt haben. Und sonst gibt es halt alle möglichen Dinge, also beispielsweise, was mir noch einfällt jetzt aus dem Kopf heraus, ist diese ganze reale Verschwörung. Also gibt ja auch immer wieder Verschwörungen, die dann auch real sind, mit hier der schwarzen Hand. In Spanien war das ja, glaube ich, was dann halt von der Regierung eine Terrororganisation halt war, die halt Anschläge verübt hat und sie halt dem Anarchismus in die Schuhe geschoben hat. Aber wie gesagt, halt eine von der Regierung gesteuerte Organisation war, um den Anarchismus zu schwächen. So als Beispiel. Das sagt mir tatsächlich nichts. Wird auch, glaube ich, wird auf jeden Fall auch in der es wird nicht in der Doku behandelt, sondern in der Doku zur Spanischen Revolution wird das unter anderem behandelt. Mhm. Diese Viva la Utopia. Ich verbinde tatsächlich die schwarze Hand primär mit der, hieß nicht aus, also vielleicht vertue ich mich auch gerade, aber ich verbinde das gerade mit der serbisch-nationalistischen Organisation, die verantwortlich für den Tod von Franz Ferdinand ist. Im Auslöser. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht wechsle ich auch gerade was. Sonst, was es halt ja mega viel gibt, ist halt rund um diesen schwarzen Block und so. Also der halt häufig auch mit so Synonymen zur anarchistischen Bewegung halt betrachtet wird, was natürlich nicht der Fall ist. Aber wo es ja doch halt Bezugspunkte sowohl in der Entstehung als auch im Jetzt halt natürlich gibt zum Anarchismus. Und das ist ja so ein Riesending, also dass halt dann gesagt wird, das sind halt einfach bezahlte Provokateure, die halt alles kurz und klein schlagen und so, um halt dann irgendwelche Gesetzesverschärfungen oder so oder friedliche Demonstrationen halt wieder zu prügeln dann und solche Sachen. Ja, das war früher auch immer so ein Ding, dass sehr gerne immer darauf hingewiesen wurde, absolut zu Recht von Linken, wie behämmert das ist, dass in öffentlicher Berichterstattung immer davon gesprochen wurde, auch der schwarze Block ist jetzt angereist. Mhm. Auch der schwarze Block war beteiligt an Ausschreitungen XY. Nee. Gab es ja wirklich sehr wilde Formulierungen, wo man dann immer das so dargestellt hat, als sei das eine zusammenhängende Organisation. Also was mir tatsächlich noch einfällt mit interessanten Verschwörungstheorien zum Anarchismus, ist eben diese ganze Phase von der Propaganda der Tat. Und da gibt es sehr viel Spekulation, auch von verschwörungsideologischer Seite, auch von selber anarchistischer Seite und auch zu der Zeit von der Arbeiterbewegung, wie viel jetzt tatsächlich von einzelnen Anarchisten verübt worden war, wie viel dahinter steckte, wie viel auch Regierung dabei sind. Weil es gibt natürlich auch viele Leute, die spekuliert haben, das, was hier an diesen individuellen Anschlägen von Anarchisten verübt wird, existiert nur, um die Arbeiterbewegung zu diskreditieren. Ja, das war ja das Beispiel, was ich gerade genannt habe, hat ja auch in dieser Zeit stattgefunden.
Und war dann halt auch, also, ich meine... La Mano Negra, genau. Also Sadi sagt auch nochmal, dass, dass das in Spanien auch diese eigene Schwarzhand gab. Genau, La Mano Negra, genau. Also, beziehungsweise es gab ja auch mehrere Phasen von halt dieser Propaganda der Tat. Ne? Es war ja nicht nur diese eine große, das war natürlich die entscheidende, aber es gab ja immer wieder dann auch so Wellen halt, ne? Und da war das dann drin. Ja, das stimmt, aber ja, da ist ja auch klar, das ist so, wenn halt irgendwas in der anarchistischen Geschichte sich anbietet, dann halt diese Sachen. Im weitesten Sinne könnte man ja auch sagen, dass viel, was im Zuge von eben dieser Angst vorm Anarchismus passiert ist, einfach sehr viel zu Spekulation einlädt. Also es gab ja auch viele Theorien eben darum, wie beispielsweise Regierungsbeteiligung bei Anschlägen in den USA war von Anarchisten eben gerade in dieser Umbruchszeit Anfang des 20. Jahrhunderts, Erster Weltkrieg und so, wie viel auch dass vielleicht die Regierung dahinter steckte, weil es ja auch sehr viele Immigrationsverschärfungen zu der Zeit gab, eben auch gebunden an das Ausmachen von Anarchismus als notwendig verbunden mit europäischen Migranten. Ja, und in diesem ganzen Kosmos sind ja auch Anarchisten ganz oft Opfer von sehr harter Repression durch Verschwörungstheorien von Gerichten und von Regierungen gekommen. Also jetzt zum Beispiel Sacco und Vanzetti, zu dem wir vielleicht ja auch nochmal irgendwann was machen werden. Oder Francisco Ferrer und viele andere, die halt in unglaublichen Gerichtsurteilen verurteilt wurden, getötet wurden von der Justiz. Und wo sie dann halt später halt begnadigt wurden, weil halt sich eben herausgestellt hat, dass nichts davon gestimmt hat und sie uns einfach behauptet wurde, dass sie halt an dem und dem Aufstand beteiligt waren oder den und den das und das Attentat gemacht haben. Also da gab es dann ja auch diese, du bist durstig. Diese Verschwörungstheorie. Ja, bin ich auch tatsächlich. Danke dir, alles für alle. Ich glaube, bei diesen ganzen Sachen muss man aber auch dann trotzdem aufpassen, dass man eben nicht auch individuellen Akteuren und auch politischen Strömungen zu der Zeit eben diese Eigenständigkeit wegnimmt. Nee, klar. Weil dann kann man eben auch ganz schnell da rein verfallen. Es gibt bei einigen Sachen Indizien dafür, dass man auch sagen könnte, ey, das kann dafür genutzt werden, um eben eine Bewegung zu diskreditieren. Und es gibt ja auch diverse Fälle in der auch modernen Geschichte, beispielsweise in Italien. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob wir in Deutschland nicht auch so Fälle hatten, dass eben von rechtsradikalen, erzreaktionären Organisationen eben Terroranschläge verübt wurden, mit dem Gedanken dahinter, das dann später Linken in die Schuhe zu schieben. So, und das macht ja auch irgendwo Sinn, auch mit, auch in der Zeit, der gerade im der gerade aufsteigenden Arbeiterbewegung rund ums Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts und der wirklich starken Verschärfung von Gewerkschaftskämpfen, vom Aufbau großer sozialistischer Organisationen, dass es auch im Interesse einer Regierung sein kann, beispielsweise einen besonders tödlichen Bombenanschlag zu verüben und zu sagen, ey, ja, das waren die Anarchisten, die dich da hinten in der Gewerkschaft irgendwie organisieren wollen. Ja. Wenn es auch gleichzeitig natürlich die tatsächliche Tradition gibt. Das muss man ja dazu sagen. Ein interessanter Fall, der mir auch noch eingefallen ist, ist auch tatsächlich aus Italien. Deswegen dachte ich kurz, dass du auch darauf hinaus wärst, dass du willst, das wäre witzig gewesen. Und zwar war das vor so 10 bis 15 Jahren, gab es halt in Italien so eine bewaffnete Gruppe, die sich FAI als Abkürzung gegeben hat und die Briefbomben verschickt hat. Und halt, also überwiegend Briefbombenanschläge gemacht hat. Und da gab es eine sehr große Diskussion damals in der anarchistischen Bewegung und eine sehr breite Kritik daran. Ich habe schon getrunken, Lana, alles gut. Und ich kann auch gleich nochmal trinken, wenn ihr wollt. Und tatsächlich gibt ja in Italien halt die FAI als formelle anarchistische Organisation und die war halt so, die hat halt Statements rausgebracht, dass sie halt 100% davon überzeugt waren, dass es halt eine
Das ist halt eine Regierungsorganisation, die halt dazu gedacht ist, um halt die Fei zu diskreditieren, also die eigentliche Fei. Also halte ich schon ein bisschen für vage, weil es auch einfach, ich meine, das ist die Fei jetzt in Italien, ist halt eine kleinste Organisation mit irgendwie 70 Mitgliedern oder so. Ich glaube, der Staat interessiert sich halt jetzt nicht sonderlich für die. Aber das war auf jeden Fall sehr viel Aufwand, um die zu diskreditieren. Ja. Wahrscheinlich ist das der effektivste Weg, die einfach zu ignorieren. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass, dass es dann eher so, dass dann diese Gruppe wahrscheinlich schon existiert hat und die das halt einfach witzig fanden, halt eben den, den halt dann sehr verhassten, wahrscheinlich organisierten Anarchisten eins auszuwischen, indem man sich halt so eine, ja, Kürze, so eine, auch die gleiche Abkürzung dann irgendwie mit, ja, halt gibt. Und naja, das wollte ich noch erwähnen als, als eine sehr aktuelle Verschwörungstheorie damals, wo, wo ich so ein paar Jahre erst aktiv war, wurde das sehr heiß diskutiert, ob die jetzt halt eine irgendwie von den Bullen organisierte Struktur sind oder nicht. Ich trinke jetzt noch mehr. Ja, der Schweinelord, da kann ich mich auch noch dran erinnern, als das mit der Angestellten der Wohnungsbaugenossenschaft war, mit viele Grüße aus Konnewitz, da gab es ja auch sehr viel Spekulation darum, was genau dahinter steckt. Bei uns ja vielleicht auch ein, glaube ich, recht ein Beispiel, was recht viel Beachtung gefunden hat, was aber dann sehr schnell eben debunked wurde, war der Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus. Ah ja, ja, das geht natürlich jetzt ein bisschen weg vom Anarchismus, aber ja. Aber da wurde ja tatsächlich auch versucht von den Dortmunder Neonazis, ja, dann kurz darauf bei Indie Media ein Bekennerschreiben zu veröffentlichen, was wirklich auch grausig geschrieben war. Ja. Also wirklich komplett reingeschissen. Wo dann eben gesagt wurde, dass dieser Anschlag von Linksradikalen verübt wurde, weil der BVB sich nicht stark genug gegen rechts positioniert. Ja, genau. Aber da muss man sagen, dass es zum Glück halt dann auch wirklich nicht aufgenommen wurde von den Medien und so. Ja, also ich glaube, es wurde darüber berichtet, aber direkt mit dieser Einschätzung von, dass jetzt Rechte versuchen eben das zu nutzen. Also wie gesagt, es war, ich weiß gar nicht mal, ob man da noch diesen Originaltext findet. Ja, es war nicht das Eigentor, glaube ich. Ja. Du, Sally, ich glaube, dass man das gar nicht so festlegen kann. Also, ich würde halt eher sagen, dass das dann, also natürlich, ich muss heute lang arbeiten. Sorry. Das ist nicht auf deine Wortbeiträge bezogen. Dass halt tatsächlich die, dass es halt schon eine Tendenz halt bei einer politischen Rechten mehr Anknüpfungspunkte gibt, weil halt einfach eine Linke ja schon dazu neigt, halt komplexere Erklärungen halt auch für die Welt halt zu haben und Verschwörungstheorien bieten ja schon manchmal auch einfach so einfache Antworten, um halt komplexe Probleme runterzubrechen, und dann ist das dann halt schon ein bisschen anschlussfähiger an die politische Rechte. Aber ich denke, das hängt auch so ein bisschen dann vom Zeitgeist eher ab und von den Organisationen und Ansätzen, die es halt gibt. Also zu der Zeit, wo ich jetzt angefangen habe, politisch aktiv zu sein, war die Verschwörungsszene überwiegend links oder so bauchlinks geprägt. Da gab es halt keine so große rechte Verschwörungsszene. Und deswegen war das damals auch ein riesiges Thema innerhalb von der linken Szene, wie man damit umgeht, mit halt zum Beispiel sowas wie Occupy und so weiter. Und diese ganzen Sachen mit Anonymous und so weiter, das waren halt alles so kapitalismuskritische Geschichten, die sich dann halt irgendwie in so einer verkürzten Kapitalismuskritik-Nummer irgendwie auf die Bänke eingeschossen haben und solche Nummern. Aber die haben halt nicht von Geflüchteten geredet oder vom großen Austausch oder sonst wie einer Scheiße. Das haben die halt abgelehnt und haben auch die Leute rausgedrängt, ganz oft. Zum Beispiel in Dortmund gab es dann ja auch die Montagsmahnwachen, wo dann einfach Leute, so, das waren so Friedensmobilisierungen, ne, wo dann halt Leute zusammengekommen sind, einfach in Innenstadt miteinander diskutiert haben. Da gab es halt eine Spaltung
wo halt der deutlich kleinere Teil, der mit den Nazis sympathisiert hat oder die halt geduldet hat überhaupt nur auf den Montagsmannwachen halt rausgeflogen ist. Und dann gab es zwei Montagsmannwachen, eine kleine unbedeutende, die Nazis akzeptiert hat, und eine deutlich größere, die halt eher links geprägt war, ne? wo halt viele Linke auch hingegangen sind und so. Und das zeigt halt so ein bisschen, es hängt halt auch sehr stark davon ab, welche politischen Kräfte auch in diesem Milieu dominieren. Und mittlerweile gibt es halt sehr wenig linke verschwörungstheoretische Ansätze nur noch, und das wurde halt von der Rechten komplett übernommen. Das Logo. Unser verändertes Logo. Ach so. Nee, das endet heute. Ja. Das endet jetzt mit dem Stream. War eine Promo-Aktion. Vielleicht findet ihr das nochmal woanders. Ja. Verwendung könnt ihr euch ja gerne irgendwie, auch wenn ich kein großer Fan mehr von Buttons bin, Button damit drucken. Mehr mal anbieten. Joshua war mal ein großer Fan von Buttons, ja. Hab ich gehört. Ich habe ihn kennengelernt, hat er so einen Rucksack gehabt. So einen Adidas-Rucksack oder so. Ja, das, guck mal, das ist eine Sache, genau, mit Atomkraft. Also, Joshua hatte, um euch meine Stimme ein bisschen zu verstärken, hatte einen Rucksack, auf dem ganz viele Buttons drauf waren. Das war wirklich halt ein Rucksack mit Adidas, und da waren halt so 30 Buttons oder so drauf. So habe ich ihn kennengelernt. Selbst so große, diese Mörder-Buttons. Nein, da waren doch, keine da waren so Mörder-Buttons. Da waren doch, keine doch, großen doch. Buttons. Da waren keine großen Buttons. Außerdem, du darfst mir nichts von ihrem WC-Szene aussehen erzählen. Nein, nein, habe ich auch gar nicht gesagt. Du hattest einen Wursthaar. Ich hatte mal für ein Jahr einen Wursthaar. Ja, genau. Aber das ist ja auch nicht, worüber ich eigentlich reden wollte. Ja, für ein halbes Jahr. Ja. ja, immer schön. Also, nochmal einmal abschließend zu diesem ganzen Rechts- und Links-Ding. Das ist eine gute Idee, Lana. Ich glaube, es gibt halt unterschiedliche Gründe, mit denen Leute von rechts oder links, auch wenn das ja sehr vage Überbegriffe erstmal dafür sind, zu Verschwörungstheorien neigen. Und ich glaube, dass es schon bei, sagen wir mal, rechtsradikalen Kräften einfach eine stärkere Tendenz dazu gibt. Natürlich einmal, weil es diese Tradition des Antisemitismus gibt, was im Endeffekt eine große Verschwörungstheorie auch ist. Aber das andere ist natürlich, dass Rechte und vor allem rechtsradikale Kräfte immer vor der Problematik stehen, dass sie mit ihren Regierungen eigentlich eine Lösung aller sozialen Probleme und auch aller globalen Probleme versprechen, aber weiterhin die Basis für diese Probleme, die sie eigentlich lösen wollen, durch die Beibehaltung der kapitalistischen Marktwirtschaft schaffen. Und in ihrem eigentlichen Schaffen dieser Basis müssen sie natürlich dann auch andere Verantwortliche als sich selbst und die Marktwirtschaft, die sie weiterhin beibehalten wollen, finden. Und deswegen gibt es eine Notwendigkeit von der Rechten und von der radikalen Rechten eben zu einem gewissen Grad Verschwörungstheorien anzuhängen. Wenn sie wirklich mit dem Anspruch rangehen, sagen wir mal nicht wie einfache Konservative, die sagen, ja, wir schaffen das irgendwie weg und dann gibt es noch Probleme, aber wir verwalten das hier schon zu einem guten Maßstab. Oder Libertäre, die dann irgendwie ehrlich sind, ja, mit uns gibt es Freiheit, aber es wird auch natürlich Einkommensunterschiede geben, sondern radikale Kräfte, die wirklich sagen, mit uns an der Macht wird alles top. Und dann brauchst du halt. Dann brauchst du halt die satanischen Geheimgesellschaften, die bösartigen Kräfte auf der Welt, die dem entgegenwirken. Und dadurch entsteht eben eine notwendige Offenheit gegenüber Verschwörungstheorien. Linke hingegen, vor allem, würde ich nochmal sagen, Anarchisten im Besonderen, wenn es keine starke Theoriebildung im Hintergrund gibt, haben natürlich eine Tendenz dazu, in ihrem Überfokus auf dem Staat dann einfach überall staatliches Handeln zu sehen. Und auch einfach in ihrem... Ja, manche Anarchisten haben ja wirklich diesen Wahn vor Repressionsorganen. Die denken, dass sie irgendwie der Nabel der Welt sind, wenn es darum geht, um eine Gefährdung von dem Staat selber. Und das lädt natürlich bei den Leuten dann auch dazu ein, immer irgendwo staatliches Handeln und staatliche Eingriffe auf ihre eigene Politik zu sehen und das zu befürchten. Und ich glaube, das lädt dazu ein.
Und ich glaube, die, die tatsächlich am wenigsten von sowas betroffen sind, sind einmal eben Linksliberale, die so ein super starkes Bewusstsein in der Abgrenzung gegen Verschwörungstheorien haben, die dann aber manchmal auch in so ein absolut dualistisches Weltbild abrutschen von guten demokratischen Systemen, bösen autokratischen Systemen, vor allem der blöde Russe und der Iraner. Ja, und vor allem und halt so eine moralische Erhöhung halt auch haben. Also das haben wir auch oft genug schon kritisiert, ne? Ja. Also dass wir halt auch oft genug halt ganz klar gemacht haben, so, yo, Leute, es ist halt falsch, sich gegenüber da so moralisch zu erhöhen und da halt irgendwie so zu tun, was seid ihr halt für Dummies? Obwohl sie selber ziemliche Dummies teilweise in ihren politischen Positionen sind. Richtig. Aber auch generell ist es halt einfach falsch, da halt so mit umzugehen. Und ich glaube, wir haben das auch als einer der linken Podcasts auch bewiesen, dass es halt wirklich wichtig ist, sich halt auch genau mit diesen Verschwörungserzählungen auseinanderzusetzen, ernsthaft auseinanderzusetzen und halt dann auch zu gucken, was ist da dran, was kann man daraus auch vielleicht ziehen und was steckt da wirklich dahinter. Das haben wir jetzt ja ganz oft gemacht und es ist uns halt immer gelungen, auch Leute aus diesen Milieus halt zu erreichen und teilweise zumindest in produktive Diskussionen auch zu kommen und in einzelnen Fällen auch sicherlich tiefer zu erreichen. Ja. Und das ist halt eben auch sehr wichtig, um halt Einfluss auch auf diesen Bereich halt nehmen zu können. In dem Sinne würde ich sagen, macht ihr noch eine letzte Runde, oder? Wollen wir noch eine letzte Runde machen? Also vielleicht habt ihr noch was ihr reinschreiben wollt, dann können wir noch darauf reagieren. Ansonsten würde ich sagen, raiden wir gleich mal Morph mit Meinung. Wozu spricht denn? Gucken wir mal. Ich gucke mal nebenbei, während ihr vielleicht noch was reinschreibt, wozu der so der so gerade spricht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei Morph mit Meinung reingehört habt. Ist ja quasi auch ein... Er macht gerade Just Chatting anscheinend. Das ist schön, mich so 3 Sekunden verspätet auf diesem Twitch-Bildschirm zu sehen. Genau. Ja, wenn ihr den auch teilweise gut findet, dann könnt ihr ja da bleiben. Könnt ihr da bleiben. Ja, und Servo, da hast du natürlich recht, Verschwörungserzählungen eignen sich gut für Populismus. Und dadurch passt das natürlich da auch einfach besser rein. Wobei man da dann auch einfach sagen muss, zumindest für Deutschland ist es nun mal auch so, dass Populismus inzwischen eben primär von rechts bespielt wird. Dementsprechend haben wir da natürlich auch dann eine stärkere Nähe zu. Ja. Jo. In dem Sinne, alle, die es noch nicht gehört haben, die Folge, holt das auf jeden Fall mal nach. Oder empfehlt sie weiter, vielleicht an Menschen, die einem Illuminaten-Glauben anhängen. Und dann würde ich sagen, raiden wir mal Morph. Ist gleich wieder da. Okay, Morph ist gerade AFK anscheinend. Ja. Dann warten wir vielleicht noch einen Moment, bis er wieder da ist. Vielleicht ist er gerade nur pinkeln oder so. Also warten wir noch einmal zusammen. Ihr dürft auf keinen Fall diesen Chat. Morph holt Bier. Okay, das wird ja nicht so lange dauern. Ihr dürft auf keinen Fall unseren Chat verlassen, sonst wirkt es peinlich, wenn wir nur mit 10 Leuten raiden. Ja. Wir müssen jetzt mal hier die Truppen zusammenhalten. Ja, richtig. Jetzt mal einmal hier ein bisschen Disziplin zeigen. Genau, und wir haben natürlich auch, machen auch diszipliniert weiter, nämlich am Sonntag. Sprechen am Sonntag wieder Überblick. Haben wir ja auch schon, habe ich dir, glaube ich, heute schon von der Arbeit aus ein paar spannende Themen geschickt. Oh ja, ne? Oh ja. Auch mal was zu einer Folge, wo wir vor langem mal drüber gesprochen haben. Ja, Morph ist der Schwarz-Weiß und er ist jetzt wieder da und er brüllt irgendwas in sein Mikrofon. Let's go, Wayne Bean. Macht's gut, Leute. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf.
Mach mal laut. Sind wir noch online? Ich gucke mal, was in meiner Playlist noch so drin ist. Ich glaube, wir sind noch online, ja. Ja? So, jetzt mal hin, let's go. Jetzt passiert's. Fantastisch. Guck mal, ich krieg anarchistische Unterstützung.